Zwei Sitze, 10 Bewerbungen. Selten war der Ständeratswahlkampf so spannend wie dieses Jahr. Herzlich willkommen in der schönen Trafohalle zu Baden und bei Radio Argovia und auf dem Livestream von der AZ. Wir haben hier einen wunderbaren Abend, ganz viele Leute. Es ist ausverkauft, es war zwar gratis, aber ausverkauft. So spannend ist natürlich der Wahlkampf. In einem Monat ist das soweit, dank der Protagonistinnen und Protagonisten. Sie stellen sich zur Verfügung für den Kanton Aargau. Ich möchte mal die Kandidatinnen Ihnen vorstellen. Das ist der Hans-Jörg Knecht von der SVP. Das ist der Roland Frauchiger von der EVP. Der Thierry Burkhardt von der FDP. Cedric Wermuth, SP. Marianne Binder, CVP. Maya Abali, BDP. Ruth Müri von der Grünen. Und der Beat Flach von der GLP. Herzlichen Applaus. Wir werden in den nächsten 90 Minuten den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn fühlen. Wir wollen ja auch wissen, wer wir hier wählen wollen oder nicht wählen, je nachdem. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Es hat gar nicht so viel reden, das ist es eben. Wir müssen einen Zeitplan einhalten, logischerweise. Wir dürfen auch noch nicht an Apero denken, was es noch hergibt. Jetzt müssen wir zuerst mal politisieren hier mit einem schönen Podium. Und Rolf Cavalli, das ist der Chefredakteur von der Aargauer Zeitung, er ist mein Co-Moderator. Und der Maurice Velati, der Redaktionsleiter vom Regionaljournal Aargau-Solothurn von der SRF. Wir drei machen das heute oben, zusammen mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Und jetzt übergebe ich dir, Rolf. Gut, auch von meiner Seite herzlich willkommen alle. Und ich bitte jetzt die Kandidaten und Kandidaten, die zum Megathema Klimawandel, Klimapolitik aufgerufen sind, führen zu kommen, jeder mit dem Mikrofon. Ja, das Thema Klimawandel, hat man gesagt, Anfangs Wahljahr, das ist das Megathema. Die einen haben dann gehofft, dass es bis im Herbst und kühler wird, nicht mehr so heiß gegessen wird, aber es ist immer noch, glaube ich, das Thema. Gerade heute im Nationalrat CO2-Abgabe für Flugtickets beschlossen. Kleine Reaktion von Klimajugend im Bundeshaus. Also wir sind brandaktuell. Zu diesem Thema redet Cedric Wermuth von der SP, Roland Frauchiger von der EVP, der Hans-Jörg Knecht von der SVP und der Thierry Burkhardt von der FDP. Ja, es ist ein sehr hitziges Thema, fast bei jedem Stammtisch, am Essen. Es ist auch ein persönliches Thema, weil jeder kann etwas zum Klima beitragen. Thierry Burkhardt, Sie haben das auch zu spüren bekommen. Sie haben im Sommer den Wahlkampf eröffnet mit dem VW-Bus und gehen mit dem zu den Wählern, im ganzen Kanton. Und Postwende ist von links gerade gekommen. Der fährt mit einer Dreckschleuder herum, mit 12, 13 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Und so einer ist unglaubwürdig in der Klimapolitik. Auf dem falschen Fuß verwünscht oder mit dem gerechnet, dass das gerade wieder ausgeschlachtet wird? Ja, guten Abend miteinander. Zuerst einmal, ich finde, der Wahlkampf sollte auch ein bisschen Freude machen. Und ich habe an dem VW-Bus T2 Jahrgang 74, der übrigens bis vor etwa einem halben Jahr ein Kultfahrzeug der Linken war, habe ich den Plausch und komme auch extrem positive Rückmeldungen über. Ich habe im Übrigen auch kompensiert, überkompensiert, weil ich es noch falsch gemacht habe. Da habe ich gemeint, ich sage noch nicht gezahlt worden. Dann habe ich noch mal gezahlt, also ist dann gerade doppelt gezahlt worden. Und dann, ich glaube, die Kritik, die ich bekommen habe von der SP, Aargau, Parteipräsidentin, die hat mir dann sehr genützt. Mittlerweile ist das bekannteste Fahrzeug im Wahlkampf und ich glaube, sie wäre froh gewesen, sie hätte mich nicht kritisiert. Cedric Wermuth, Kollege von der FDP, jetzt angetönt, ist eigentlich fast ein Hippie-Bus rumgefahren. Früher ein Statussymbol von der 68. Ist die Kritik von links jetzt nicht ein bisschen bünzlig, dass man bei jedem Fall jetzt gerade sofort die Schleuder bringt? Guten Abend miteinander. Also die Kritik ist auch nicht von mir gekommen, aber wenn ich den Thierry Burkhardt höre, bin ich eigentlich froh, dass er Klimapolitik macht und nicht Finanzpolitik. Das wäre dann schlimmer rausgekommen, wenn wir alles würden zweimal zahlen entsprechend. Nein, Mensch, ich glaube, was der absolut wichtige Inhalt ist, und da bin ich völlig einig, ist, dass Klimapolitik nicht einfach eine Frage ist vom individuellen Handeln. Natürlich, wir alle können unseren Fußabdruck verbessern, aber am Schluss braucht es eine gesellschaftliche Umstellung. Das geht um Verkehrsfragen, Mobilität, Landwirtschaft, Industrie, das Finanzwesen, das über 20 Mal mehr CO2 produziert als die gesamte Bevölkerung. Wir müssen einen gesellschaftlichen Entscheid haben. In eine Gesellschaft zu wechseln, die weniger Ressourcen verbraucht. Das ist das Entscheidende. Und dann können wir am Schluss darüber reden, wie wir das machen. Und aber es ist ja genau wichtig, dass man das Verhältnis sieht. Was bringt was? Oder? Eben ein VW-Bus ist vielleicht nicht das umweltfreundlichste Mobil, aber Flüge, Sie waren ja, glaube ich, das letzte Jahr in Ägypten gewesen, zum Beispiel, mal kurz geschaut, 5.500 Kilometer ist etwa eine Tonne CO2. Also mit dem kommt man relativ weit um den Aargau.
Sie sagen aber auch gleichzeitig für CO2-Abgabe. Oder sagen Sie einfach, man kann weiterfliegen, wie man will, man muss einfach dafür zahlen? Nein, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich anspreche. Die Idee, nur Engel dürfen Klimapolitik machen, wäre falsch. Also ich habe eine Reihe von Verbesserungspotenzial. Wir leben zwar in einem Energiehaus, in einer Genossenschaft, Solarenergie, die beziehen alles aus Direktlandwirtschaft praktisch, haben das Carsharing, aber man muss alle an dem Riemen entsprechend reissen. Und ich glaube, bei der Flugticketabgabe, ehrlich gesagt, das ist so eine Nebenschau. Heute beschlossen worden, also, Nationalrat? Es ist eine von der Aktionen, wo man sagt, okay, man muss eine Umlenkung erreichen und das Signal finde ich richtig. Und zwar hin zu mehr Bahnlinien. Wichtig wäre aber genauso, dann müsste man das europäische Ausland auch zahlbar, schnell mit Zügen erreichen. Das ist ein grosses Problem. Man kann den Leuten nicht einfach sagen, ihr dürft nicht mehr mit dem Flugzeug auf Berlin, aber mit dem Zug geht es so lange wie heute. Da bin ich völlig einverstanden. Aber Flugticketabgabe ist richtig. Erstens als gesellschaftliches Signal. Zweitens, von mir aus können wir es ausprobieren. Wir schauen in 4-5 Jahren, ob es gewirkt hat. Wenn es nicht gelenkt hat, nehmen wir das Geld und investieren es in CO2-neutrale Forschung, damit wir in Zukunft synthetische Treibstoffe haben. Verlieren können wir gar nicht. Herr Frauchiger, Vertreter von der EVP, Sie sagen auch, der christliche Glaube leitet Sie auch politisch. Müssen Sie dann nicht, im Sinne von der Schöpfung Sorge halten, radikal für Umweltmassnahmen sein? Guten Abend miteinander. Sorge halten heisst nicht unbedingt radikal sein, sondern vernünftig sein. Ich denke, wir haben ein Haufen Potenzial. Einiges ist auch schon gemacht worden. Aber vieles ist aufgeleiset oder liegt innen. Und ich bin überzeugt, wir sind auf dem rechten Weg. Und die Sie sind auch für die Flugticketabgabe? Ich bin dafür, wenn sie moderat ist. Ich glaube nicht daran, dass sie grossen Lenkungseinfluss wird haben. Vielleicht geht jemand in ein 4-Sterne-Hotel anstatt in ein 5-Sterne-Hotel und dann sind die Ferienkosten wieder kompensiert. Bei den Neuwagen, es gibt ja eine Forderung 2030, kein Neuwagen mehr mit dem klassischen Brennsprit. Dort sind Sie dagegen, habe ich gesehen, drückt noch der ehemalige Chef vom Autoimporteur Amag durch. Dass man findet, bei den Autos muss man ein bisschen zurückhaltend sein. Ich finde, der Verbrennungsmotor hat schon seine Berechtigung. Man muss sich überlegen, was man für einen Brennstoff einsetzt. Ich sehe einen Haufen Potenzial mit Wasserstoff oder mit synthetisch hergestelltem Methan. Und ich finde es falsch, wenn man grundsätzlich einfach gegen einen Verbrennungsmotor ist. Für weite Strecken hat der Verbrennungsmotor seine Berechtigung. Aber ich werde dann auch, wir sind in glücklicher Lage, mehrere Autos zu haben, wenn eins muss ersetzt werden, auf einen Elektroantrieb setzen, weil für kurze Strecken macht das Sinn. Aber die Individualität ist doch so wichtig, dass ich nicht immer umsteigen auf ÖV. Auf Zürich gehe ich auch mit dem Zug. Das tue ich immer nicht mehr mit dem Auto. Das haben die Rot-Grünen erreicht in Zürich. Hans-Jörg Knecht, die SVP hat ja am Anfang, wo so die Klimajugend anfangen zu demonstrieren, vor allem thematisiert, dass die Schulschwänzer sind. Mittlerweile sagen sie auch in Interviews, sie haben eigentlich die gleichen Ziele wie die Klimajugend. Den Sprung müssen wir jetzt erklären. Das ist relativ einfach. Ich trete ein für eine vernünftige Energiepolitik. Drei Punkte. Erstens, Energie sparen, auf erneuerbare setzen, dort, wo es sinnvoll ist. Zweitens, Stärkung der Eigenverantwortung, wie sie die Wirtschaft beispielsweise gemacht hat, wie es die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer vorbildlich machen, all die Zielpfade erreicht, die Absenkungspfade. Und drittens, Forschung und Entwicklung. Ich glaube, dort müssen wir investieren, dass wir in Zukunft die Herausforderungen im Umweltbereich realisieren und gute Lösungen erarbeiten. Jetzt, ich habe das gleiche Ziel. Ich vergleiche immer mit der Bergwanderung. Vergleiche. Das gleiche Ziel eigentlich wie Klimaaktivisten, wenn man denn das genau so darf sagen. Ziel ist Bergspitze. Aber konkret? CO2-0, oder? Ich nehme die Wanderung um den Berg um mit Spitze nur. Wenn ich unten starte mit 10 Wanderern, will ich alle 10 umbringen. Also die älteren Leute, die Randregion und so weiter. Klimaaktivisten wählen einfach den steilsten Weg mit Steigbügeleisen oder? Und mit dem Seil. Und am Schluss ist einer oben und die anderen nicht bleiben auf der Strecke. Und das ist jetzt auch die Klimapolitik, die wir jetzt angefangen haben einleiten, die vor allem auch von links kommt. Und ich denke, das ist nicht der rechte Weg. Wir müssen auch die Sozialkomponente in der ganzen Frage berücksichtigen. Schöne Metapher, aber wenn es konkret wird, kommt ja dann der Vorwurf, dass das SVP dann einfach im Zweifelsfall Gegenmassnahmen ist. Also konkret ist es, ich habe ein Energiehaus, du Solar. Sie persönlich, aber ja, jetzt politisch. Also ich mache viel, ich tue alle Ziele erreichen bezüglich in der Unternehmung. Ich mache seit 15 Jahren in der Energieagentur von der Wirtschaft mit und ich setze mir maßgebend und wirkungsvoll ein, dass das Paul-Scherrer-Institut weiter gestärkt wird und keinen Nachteil im internationalen Wettbewerb hat. Also ich glaube, da habe ich eine gewisse Vorbildfunktion. Das können Sie alles machen, aber eigentlich nicht unbedingt auf nationale Politik.
Burkhard, Sie sagen es ja immer wieder, Sie haben heute Nein gestimmt bei der CO2-Abgabe Flugticket, im Gegensatz zu der FDP-Fraktion. Sie sagen, das ist eine Symbolpolitik, oder? Was muss man denn machen, damit Klimawandel wirkungsvoll gestoppt werden kann? Also wir haben momentan eine CO2-Gesetzrevision auf dem Tisch, allerdings im Ständerat. Und dort hat es ja ganz viele Massnahmen drin, die man jetzt kann und muss diskutieren. Beispielsweise habe ich schon bereits, als im Nationalrat war, zugestimmt bei der CO2-Preiserhöhung. Ich habe zugestimmt bei der Weiterführung des Gebäudeprogramms. Ich habe sogar zugestimmt bei der Erhöhung des Preises für Benzin und Diesel, sofern es in einem vernünftigen Maß ist, weil dort ja das Geld auch eingesetzt wird für CO2-Kompensationen. Das sind sinnvolle Massnahmen, die ich unterstütze. Bei der Flugticketabgabe muss ich sogar im Cedric Wermuth recht geben. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Und ich bin nicht der Meinung, dass man Symbolpolitik. Was ist denn der Hauptschauplatz? Nein, ich nur noch schnell ein Wort, weil das ist wirklich immer wieder das Thema, die Flugticketabgabe. Oder? Darum möchte ich schon ganz schnell erklären. Ich bin einfach der Auffassung, dass eine Lenkungsabgabe, die nicht lenkt, sondern nur eine Abgabe ist, einfach keinen Sinn macht, weil für 30 Franken fliegt niemand weniger. Aber wie gesagt, das wird im Parlament beschlossen. Wegen dem wird die Schweiz nicht untergehen, das bin ich mir auch bewusst. Aber ich habe jetzt da halt einfach eine klare Haltung gehabt. Aber ich wollte damit nur sagen, bei den Massnahmen, einerseits sind symbolpolitisch und sie müssen nachhaltig sein, und zwar nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sozial. Und dort das Gleichgewicht suchen wird sicher eine Aufgabe sein, aber ich habe jetzt ein paar Massnahmen genannt und ich werde unterstützen. Das klingt doch relativ vernünftig, Cedric Wermuth. Unterstützen Sie die Massnahmen, die Thierry Burkhard jetzt nennt, oder ist das aus Ihrer Sicht einfach ein bisschen für die Galerie, und wenn es konkret wird, dann klemmen die Bürgerlichen? Ich meine, also ich habe bereits schon zugestimmt. Also ich habe den Tatbeweis schon erbracht. Wir werden es sehen in der nächsten Legislatur. Ich nehme das sehr gerne. Ich glaube, wenn es jetzt einen klimapolitischen Wandel gibt, dann müssen wir in diesem Land es wieder schaffen, aufeinander zuzugehen. Das ist der Unterschied zwischen der Klimajugend und dem Parlament. Die Klimajugend hat es geschafft, geschlossen aufzutreten und gesagt, wir wollen für unsere Zukunft kämpfen. Und wenn man halt in meinem Fall beispielsweise zwei junge Töchter hat, dann ist es ein bisschen schwierig, wenn der Hansjörg Knecht sagt, wir schauen mal noch ein paar Jahrzehnte, wie lange wir auf den Berg hochlaufen. Weil dann empfinden wir die Zukunft eher als rasendes Auto auf einen Abgrund zu, und wir verlangsamen einfach von 80 km auf 50 km. Und ich nehme jede Massnahme, die die FDP bereit ist mitzutragen, das wird exakt die Koalition müssen sein, die vernünftige Klimapolitik umsetzt. Wichtig ist, da bin ich völlig einverstanden, es hat drei Komponenten. Es muss Sinn machen, es muss die Bevölkerung mitnehmen. Das könnte man zum Beispiel mit dem Ausbau vom Gebäudesanierungsprogramm. Unser Vorschlag ist, den Bundesanteil massiv erhöhen, damit bei den Kantonen Geld einsparen und zu koppeln an eine Bedingung, nämlich das Ende der Preiserhöhungen in den nächsten Jahren. Das ist ganz wichtig, weil er behauptet, dass gerade, es sei unsozial, das ist nämlich falsch. Gebäudeversicherung, was sagt also, das Hauseigentümer, Präsident? Erstens ist es so klar, dass es völlig unsozial ist, das Hausgebäudeprogramm. Es ist völlig unsozial. Wer kann profitieren von diesen Subventionen? Wer kann profitieren? Der Reich ist. Es ist relativ einfach. Wenn Sie eine Sanierung machen bei einem Haus, müssen Sie auch Gottes Namen den grössten Anteil der Eigenmittel noch selber aufbringen. Und wir haben bei unseren Mitgliedern im Hauseigentümerverband viele Leute, junge Familien mit vier Kindern. Die haben halt, auch in meinem Betrieb habe ich einen Chauffeur, oder? Ich weiss, wie die Situation ist. Die haben halt die Eigenmittel nicht. Die haben vielleicht dann eine Ölheizung drin, oder? Und die werden nachher zusätzlich bestraft über CO2-Abgabe. Das ist das Hauptproblem, oder? Ich denke, den sozialen Aspekt darf man einfach in diesem Bereich nicht außer Acht lassen. Ich meine, wenn ich jetzt höre, von der linken Seite 12 Rappen Benzinpreiserhöhung, das ist tragbar. Oder? Das sagt ein Berufspolitiker, der gut ausgebildet ist auf Staatskosten, oder? Es ist unsozial aus Ihrer Sicht. Aber die Leute vom Land. Und Sie haben jetzt den Herr Wermuth gemeint, aber das spricht Herr Frauchiger schneller, hat auf das er den Blick. Also ich möchte noch klarstellen, wenn ich links von Ihnen sitze oder stehe, eigentlich wäre mein Platz in der Mitte, aber ich werde Herrn Gavalli nicht auf die Seite schicken. Ich fühle mich wirklich als Mitte-Politiker. Aber das Gebäudeprogramm oder die Gebäudeentwicklung, da sind wir eigentlich recht gut auf Kurs. In den letzten 2-3 Jahrzehnten ist der Bedarf an fossilen Brennstoffen und entsprechend auch der CO2-Ausstoß bei den Gebäuden im Kanton Aargau wirklich kontinuierlich
gesenkt worden. Und das wird auch weiter so gehen. Aber wir müssen einfach daran denken, ein Haus tut man nicht einfach von heute auf morgen sanieren. Einerseits muss man die Investitionen ein bisschen planen. Man macht das eine und nachher dann das andere. Vielleicht ist das Haus auch gar noch nicht nach. Und ich bin überzeugt, dass das weiter so wird gehen und dass wir weiterhin markante Ersparnisse werden haben. Ich komme jetzt schon zu einer kleinen Schlussrunde. Ist klar, das Thema ist so vielseitig und ich empfehle allen Wählern und Wählern auch wirklich genau anzuschauen, in allen Medien, für was die Kandidatinnen und Kandidaten stehen. Herr Burkhardt, als Ständerat, wenn Sie gewählt werden, das wäre ein Thema in der Klimapolitik, wo Sie sagen, da würde ich mich aktiv dafür einsetzen, dass etwas passiert. Für mich ist entscheidend, dass wir nicht nur vom Klima reden, auch, aber nicht nur, sondern gesamt von der Umweltpolitik. Und ein grosses Anliegen für mich ist die Steigerung von der Biodiversität. Dort gibt es auch ein Abkommen, ein UN-Abkommen von 1993. Und dort sind wir sogar Signatarstaat als Schweiz. Und wir sind noch nicht bei diesen 17% Schutzzonen, die wir müssten schaffen. In der Schweiz, dort hätten wir ein grosses Potenzial. Wenn wir mehr über die Schutzzonen schaffen, das würde der Umweltpolitik für die Biodiversität als Gesamtes nutzen, aber durch das eben auch in der Klimapolitik. Das wäre jetzt ein besonderes Anliegen, wo ich mich dafür stark machen würde und im Sinn auch von dem, dass wir Klima- und Umweltpolitik ein bisschen umfassender betrachten. Herr Knecht, der Ständerat ist doch immer bürgerliche Mehrheit, wo gesagt hat, Sie ein Anknüpfungspunkt, wo Sie als SVP-Vertreter aus dem Aargau würden Ihre Stimme einbringen für eine Klimamassnahme. Also ich denke, der bewährte Weg, den wir jetzt haben, weiter fortzusetzen, beruht auf eigener Verantwortung, beruht auch die Forschung und Innovationsstärke. Und vor allem, lassen Sie mir den Gedanken, den Sie mir vorher abgeklemmt haben, noch ganz fertig sagen, die Landbevölkerung, die natürlich angewiesen ist, beispielsweise auf Autos, die nicht die gleichen guten Bedingungen haben, Verkehrsbedingungen, auch an die müssen wir denken. Und für die ist das eine riesige Belastung, wenn wir einfach die Preise erhöhen. Also wir müssen alle im Boot mitnehmen. Und ich denke, der bewährte Weg von der Schweiz weiter fortsetzen. Es bringt nichts, wenn wir riesige Unsummen in diesen Bereich hier stecken und im Weltklima schlussendlich nichts bringt. Wir müssen unsere Erfahrung und Innovation vor allem in Drittweltländer transferieren und dass die einen guten Beitrag dazu leisten können. Herr Wermuth, als Ständerat braucht es ja Konsens. Das ist ja nicht eine parteipolitische Parole. Was wäre Ihr Beitrag? Ja, natürlich. Also, mit Verlaub, aber es ist ein bisschen ironisch, wenn der Knecht jetzt sagt, man müsse die soziale Komponente mitnehmen, die 4 Jahre lang mit seiner Partei jeden Ausbau von der Arbeitslosenversicherung, von der IV, von der Renten, von der Ergänzungszulage. Das ist jetzt aber eher der Nationalrat Wermuth. Nein, das ist genau lösungsorientiert. Das ist genau wichtig. Lösungsorientierung heisst, ich bin parat, jede einzelne Massnahme, die wir vorgeschlagen haben, 40 Massnahmen anzuschauen, was ist politisch machbar im aktuellen Ständerat. Aber Sie müssen mindestens Menschen wählen, die bereit sind, überhaupt den Schritt zu gehen und das gemeinsam anzuschauen. Und von ganz rechts ist einfach bei der ganzen Kampagne bisher nur Verweigerung gekommen und kein einziger Vorschlag. Und das bringt unsere Klimapolitik nicht weiter. Das ist der Punkt. Punkt. Herr Frauchiger, Schlusswort. Was wäre Ihr Input als Ständerat? Unsere grösste Herausforderung im Umweltumfeld ist Mobilität. Unsere Individualität, unsere Lebenssituation, entfernte Arbeitsplätze, Freizeitverhalten, Einkauf usw. Ich denke, dort müssen wir mit intelligenten Massnahmen, die nicht unnötig einschränken, vorwärts machen. Das ist aber nicht Sache vom Kanton, sondern vom Bund. Und das ist der Grund, wieso wir wählen wollen auf Bern, um dort eben in diese Richtung Einfluss zu nehmen. Gut, ich danke Ihnen schon mal als Zwischenfazit. Jetzt es gibt eine ganz kurze Fragerunde. Wir haben ja 4 Fragerunden und am Schluss nochmal. Das heisst maximal 3 Fragen. Und kurz, wer hat eine Frage an einen Kandidat? Der Herr Lischer, der übrigens auch kandidiert für den Ständerat. Und bitte keine Parole, sondern eine konkrete Frage zu einem Thema. Eine konkrete Frage ist, wir tun in der Schweiz momentan, also im letzten Jahr haben wir 1000 gewaltig viel erneuerbare Energie gebraucht. Und wenn wir jetzt mit einem Franken Lenkungsabgabe pro Kilowattstunde belastet hätten, hätten wir jeden Monat jedem Schweizer Einwohner 1700 Franken Grundeinkommen zurückvergütet. Das würde gelaufen, wie bei der VC-Lenkungsabgabe, die via Krankenkasse an die Einwohner zurückfließt. Also ich finde, warum würde man nicht mit Lenkungsabgaben glücklich und damit nicht mehr die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer das Grundeinkommen zahlen, sondern dass es die Energieverbraucher zahlen und vor allem, dass es CO2-Emittenten zahlen. Gut, wir haben es verstanden, Grundeinkommen ein grosses Thema für Ihnen. Lenkungsabgabe
Das ist die Frage. Was ist ein Grund gegen so eine Lenkungsabgabe, Herr Knecht? Also die Situation ist einfach so, wenn Sie eine Lenkungsabgabe, wenn Sie eine Wirkung haben aus der Lenkungsabgabe, dann muss sie massiv sein. Und sonst hat sie keine Wirkung. Und die Erfahrung zeigt auch, dass nicht immer alles wieder retter geht. Oder? Man versteht immer darunter, dass 100% wieder zurückverteilt wird. Das ist nicht so. Nach Definition Bundesrat ist eine Lenkungsabgabe, dass mindestens 50% retter. Und Sander versichert in der Verwaltung teilweise durch Kontrolle. Wir haben das im Gebäudeprogramm ein bisschen näher angeschaut. Da ist ein bisschen die Situation. Also höchstens die Hälfte oder etwas drüber kommt am Schluss wieder retour. Das ergänzend ist ganz kurz, Herr Burkhardt. Ganz kurz, eine Lenkungsabgabe kann etwas gut sein, aber es kann auch sein, dass eine Lenkungsabgabe eben nicht lenkt. Beispielsweise bei den Brennstoffen hat sie gelenkt in der Vergangenheit. Das ist eigentlich kein schlechtes Beispiel gewesen, oder ein gutes Beispiel. Bei den Treibstoffen ist eben, bis die Verhaltensänderung eintritt, müsste der Preisanstieg so hoch sein, dass es erstens unsozial ist und politisch nicht machbar. Und darum ist in diesem Bereich wahrscheinlich nicht sinnvoll, sondern andere Massnahmen sind sinnvoll wie Kompensation. Sie haben sicher eine andere Meinung, aber ich würde lieber noch eine zweite Frage, eine Chance geben, wo Sie dann vielleicht drankommen. Vielleicht eine Dame? Oder, jawohl. Mein Name ist Thiel Meier, ich bin Co-Präsident von der JUSO Aargau und meine Frage bezieht sich auf Netto Null 2030, wo von der Klimajugend viel gefordert wird. Und meine Frage ist, wie sollte man das erreichen, was für eine Massnahme wäre da möglich und Danke für die Frage. Die wäre da drauf gewesen, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Und eigentlich hätte mir die Frage jetzt durchaus an Kollege Cedric Wermuth, der vielleicht ähnlich politisiert wie Sie, stellen. Weil die Frage ist ja tatsächlich, Frau Sommer-Ruge hat das formuliert, das klingt gut, Klima CO2 null, schön für die Galerie, aber da braucht es doch noch viel radikalere Massnahmen, wo Sie vielleicht nicht einmal Sie sich jetzt getraut zu fordern. Ich glaube, es braucht entscheidende Massnahmen, aber alle Berichte, die wir haben von internationalen Experten, von der UNO, von der Europäischen Union, von der ETH, sagen, es ist machbar. Es ist eine Frage des politischen Willens. Und das Wichtigste ist, dass wir das dafür nehmen, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Es braucht nicht einfach nur, das war meine Aussage, eine Flugticketabgabe oder eine Lenkungsabgabe auf Brennstoff oder ein Gebäudesanierungsprogramm, sondern es braucht einen gesellschaftlichen Entscheid, im Bereich von der Industrie, im Bereich von der Landwirtschaft, im Bereich von der Mobilität, im Bereich von der Gebäudesanierung, im Bereich von der internationalen Zusammenarbeit, die wir heute nicht gesagt haben, umzustellen. Und dann ist das machbar. Schauen Sie, die Menschheit ist in den letzten 100 Jahren vor noch grösseren Herausforderungen gestanden, vor Katastrophen noch und nöcher. Es ist eine Frage, ob man das will oder nicht. Und ich möchte wieder in eine Zukunft kommen, nach 8 Jahren Blockade in Bern, wo sich das Land wieder mal etwas getraut. Als ich geboren wurde, 1986, hat das Land als erstes. Bevor der Lebenslauf jetzt kommt, müssen wir abbrechen. Sonst sind wir sind jetzt schon 3 Minuten hinten drin. Ich habe vorher abgebrochen, wo die Herren da behauptet haben. Herr Knecht auch jetzt schon. Sie sind unsozial. Hat man den Katalysatorfilter eingeführt. Wir sind weltführend geworden in dieser Technologie. Das müssen wir wieder schaffen ab nächstes Jahr. Herr Frauchiger, Klima CO2 null? Diese Frage stelle ich mir auch. Aus meiner Sicht ist es eine Illusion. Das ist für mich auch ein Grund, dass man die Energiekarte oder dass ich sie nicht unterschreiben kann. Schauen Sie, was heisst machbar? Sind Sie schon mal in ein Flugzeug ein- und ausgestiegen? Schauen Sie, wie lange einsteigen geht und wie lange aussteigen. Einsteigen könnte genauso schnell gehen wie es aussteigen, wenn sich die Leute entsprechend würden verhalten. Theoretisch machbar, praktisch nicht. Und etwa so ist das mit diesen Zielen. So, gut, danke vielmals. Wir hören hier. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Die Kandidaten und Kandidaten sind sicher noch einen Moment da, dann bilateral auch noch weitere Fragen zu stellen. Das wäre der Block gewesen. Klima, und jetzt geht es weiter mit dem Russ. Danke mal, meine Herren. Ja, die Einzigen, die jetzt hier bei dem ganzen Klimawandel-Thema nicht gestanden sind, sind ja die das wahrscheinlich am ehesten in ihrem Portfolio haben, die Grünen, die grün sind, die Grünen-Liberal und die Grünen. Ruth Mühri, Beat Flach, wer von euch, die haben ja beides grün, sogar im Namen, wer von euch ist der bessere Grün oder mehr Grün? Guten Abend miteinander. Ich glaube, Beat Flach und ich sind in ganz vielen Umweltthemen der gleichen Meinung. Ich glaube, dort würden wir gleich stimmen. Ich denke, die Grünen haben das wirklich im Namen. Wir setzen uns seit 40 Jahren konsequent für die Umwelt ein, für die nachhaltige Entwicklung. Und für uns ist Klimapolitik nicht erst seit der Greta und der Klimajugend ein Thema, sondern das steht schon ganz lange bei uns auf unseren politischen Zielen. Gut, mit dem seit 40 Jahren, da könnt ihr nicht
blöffen damit. Die Grünliberalen gibt es halt noch nicht so lange. Es gibt erst seit 10 Jahren. Guten Abend miteinander. Aber das Grüne ist bei uns eben nicht nur grün im Namen, sondern das ist eben eine Haltung, die das Liberalen auch mitbezieht. Und was für uns wichtig ist, und unser inneres Gehen, ist eben, dass wir sagen, eine grüne Zukunft, eine nachhaltige Zukunft für den ganzen Planet, für die Gesellschaft, für uns alle, ist nur mit der Wirtschaft möglich und nicht gegen die Wirtschaft. Und da unterscheidet sich wahrscheinlich das ganze pure Grün vom Grünliberalen am heftigsten, weil wir einfach auch in der Technologie viele Chancen sehen, was wir machen können, um unseren Wohlstand und unsere Sicherheit von der Gesellschaft können abzusichern und gleichzeitig eben die Kehrtwende zu machen, hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, die den Planeten nicht mehr aufgrabt und alles verbrennt, sondern den Enkel etwas zurücklässt, wo sie wieder selber entscheiden können, wie sie leben wollen. Das könnte auch ein bisschen Spagat sein in dem Fall. Ich denke, nachhaltige Entwicklung und eine gesunde Wirtschaft schliessen sich nicht aus. Ich denke einfach, die Grünen, die haben neben dem Grünen auch noch das Magenta im Logo. Die Grünen haben Gleichstellung in der DNA auch schon seit 40 Jahren. Soziale Sicherheit, eine solidarische Gesellschaft ist für uns Grüne ebenfalls sehr wichtig. Richtig, also das unterstütze ich, das ist so. Wir sind auch jetzt seit 6 Jahren beispielsweise unterwegs mit der Ehe für alle und werden unterstützt von Grünen und mittlerweile bis in die CVP und die FDP rein. Das Projekt werden wir vorwärts bringen, aber wie gesagt, seit 6 Jahren sind wir jetzt dran an dieser Ehe für alle. Es ist immer noch nicht ganz da, es können immer noch Steine auf dem Weg liegen. Wir müssen in diesen Fragen zusammenarbeiten, wenn es darum geht, um Fragen von der Globalisierung, von der internationalen Zusammenarbeit, dann sind wir eher die Grünliberalen, die treiben und sagen, bitte, wir müssen miteinander zusammenarbeiten, wir müssen auch ein Mercosur-Abkommen beispielsweise eingehen, weil alle die Abkommen, die man in der Vergangenheit abgeschlossen hat, haben letztlich immer zu einer Steigerung des Standards für alle geführt. Bei diesen Abkommen ist es einfach ganz wichtig, dass man auch soziale Aspekte, Umweltaspekte beachtet. Ich denke, wir wollen wirklich eine nachhaltige Entwicklung anstreben und das geht nur, wenn wir Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichberechtigt anschauen. Kleine Zwischending. Bevor wir fertig sind, es geht nämlich wirklich schnell hier, hin und her, Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir hier die Flugticketabgabe. Heute Nationalrat, das ist ja eigentlich etwas, was euch sicher freut. Ruud Müri, der hat gesagt, 500 Franken. Jetzt sind es auch nicht 500 Franken. Ist das zu wenig in dem Fall? Jetzt etwa die 120, die kommen. Ja, es kommt darauf an, halt, aber ich denke, bei einem Weiterflug produziert man mehr CO2, dann müsste die Abgabe höher sein. Und bei einem kürzeren Flug ist das natürlich wenig. Ich denke, die CO2-Abgabe ist einfach ein Puzzleteil in diesen verschiedenen Massnahmen, die wir machen müssen, um unser Ziel Netto Null zu erreichen. Und jetzt haben wir mal einen ersten Schritt, einen ersten Nagel können einschlagen, aber wir brauchen noch ganz, ganz viele weitere Massnahmen. Ja, das war eine Motion, die heute überwiesen worden ist, 2017 von Jürg Grossen, vom Parteipräsidenten der Grünliberalen, eingereicht, heute glücklicherweise überwiesen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Schritt, weil die Lenkungsabgabe auf Flugreisen in einem Land, das so reich ist wie bei uns, wird nicht so wahnsinnig viel bewirken. Aber im CO2 in der Luft müssen wir einen Preis anfangen geben, und zwar auch international, dass es sich anfängt zu lohnen, beispielsweise mit sogenanntem Power-to-Gas, Power-to-Liquid, Flugzeugtrieb, mit Windkraft, mit Solarenergie und so weiter herstellen. Weil auf dieser Welt wird in Zukunft immer mehr geflogen. Auch Chinesen wollen fliegen, auch in Afrika werden die Menschen wollen fliegen. Und wir werden das nicht wegbringen. Es gibt auch Distanzen, für die wird man in Zukunft einfach das Flugzeug brauchen. Aber dort haben wir eine riesige Möglichkeit, nachhaltiger zu werden und CO2 können massiv runterfahren. Meine Frage war natürlich, ob ihr einverstanden sind damit, dass jetzt da Nationalrat... Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Im CO2 muss man weltweit einen Preis geben, damit es sich lohnt, in Technologie zu investieren. Wunderbar. Ruud Müri, Beat Flach, zwei, die sich einig sind. Nicht überall, aber ziemlich. Danke vielmals. Wir gehen in die nächste Runde. Morris. Ich gehe schwer davon aus, dass die Einigkeit jetzt wieder vorbei ist. Wir reden über Europa, über unser Verhältnis zu Europa. Das aktuelle Thema, mir ist gleich, wer links steht und wer rechts. Wir haben hier für die am Radio, wir haben manchmal ein Geläutsch auf der Bühne und da muss man sich wieder ein bisschen finden. Aber ich glaube, wir wissen, wo wir politisch stehen. Das ist das Wichtigste. Aktueller Streitpunkt zwischen der Schweiz und Europa, das Rahmenabkommen. Es gibt irgendwie etwa 120 Verträge, die die Schweiz mit der EU zusammen hat. Und bei jeder Änderung von irgendeinem Vertrag braucht es neue Verhandlungen. Darum eben die vorgeschlagene Lösung, quasi die Idee des Rahmenabkommens. Und der einzige richtig grosse Fan von dem Rahmenabkommen und vielleicht überhaupt von der EU ist der Beat Flach, von den Grünliberalen.
Also ich bin kein Fan von der EU und ich bin nicht irgendwie ein riesiger Fan von dem Abkommen, sondern einfach ein pragmatisch denkender Mensch, wo einfach einsieht, seit 1991 eiern wir umeinander. Und wir müssen einfach ehrlich sein, die bilateralen Verträge, bei 120 Abkommen sind es, die wir sektoriell haben, oder, die werden langsam erodieren und auslaufen. Wir haben verschiedene, die wir gerne abschliessen möchten, die können wir nicht abschliessen. Es ist in der vorigen grossen Runde ist gesagt worden, Energieproblematik, wenn wir kein Stromabkommen können abschliessen mit der Europäischen Union, können wir ernsthafte Probleme über. Es gibt aber noch viele andere Abkommen. Und das Rahmenabkommen, das der Bundesrat während 5 Jahren ausgehandelt hat, das ist ein gutes Abkommen. Das ist ein guter Grundvertrag. Auf dem können wir weiterbauen, weil ich sehe auch nicht ein, dass wir jetzt mit den Bilateralen irgendwie schlecht gefahren werden. Also wir müssen dort weitermachen. Ganz und dann noch schnell Fan von der EU. Die EU als Gebilde, oder, muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, wie das entstanden ist. Das ist vor allen Dingen auch ein Friedensprojekt. Und die EU hat in dem Kontinent Frieden gebracht über Jahrzehnte hinweg, indem er Handelshemmnisse abgebaut hat, indem er einen Ausgleich geschaffen hat und Gesprächsebene geschaffen hat über Nationen hinweg. Und das ist ein Erfolgsmodell, egal wie sehr das halt zittert und gewackelt. Bevor wir ganz grundsätzlich über die EU und ihre Geschichte reden, oder ich weiß nicht, ob es in einer Viertelstunde Hans-Jörg Knecht, bleiben wir geschwind beim Rahmenvertrag. Die Schweiz hat letztes Jahr für irgendwie 120 Milliarden Franken Waren exportiert in die EU. Die NZZ ist jetzt auch nicht unbedingt die linke Zeitung von der Schweiz, hat gesagt, das ist die Schweizer Lebenslüge, dass man das Gefühl hat, man könne voll souverän bleiben und gleichzeitig vollen Zugang zum europäischen Markt haben. Leben Sie in dem Fall mit Ihrer Gegnerschaft zu dem Rahmenabkommen Lebenslüge? Also für mich ist eigentlich klar, dass gute bilaterale Beziehungen zu unseren wichtigsten Handelspartnern, unter anderem mit der EU, dass das sehr wichtig ist. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit, aber dass man auch auf Augenhöhe muss man die Weiterführung von diesen bilateralen Verträgen, auch die Weiterverhandlungen, muss man die führen. In diesem Rahmenabkommen hat es einfach Punkte drin, wo Kröten sind, wo man niemals schlucken kann. Das ist der Bereich Unionsbürgerrichtlinie. Das heisst, erleichtert den Zugang für das Aufenthaltsrecht, die Sozialhilfe und so weiter. Da sind Staatsbeihilfen drin. Das sind Fragen, die mit den Parteien noch ein bisschen Klärung haben darüber. Aber was vor allem aus meiner Sicht das Hauptproblem ist, ist die dynamische Rechtsübernahme. Das heisst, aber das ist genau der Punkt, den die NZZ sagt, die Souveränität kann man nicht haben zu diesem Preis. Also wenn man mit der EU handelt, muss man irgendwann mal etwas akzeptieren. Ich möchte einfach daran erinnern, wir sind nicht EU-Mitglied, wir sind ein souveräner Staat. Und aus meiner Sicht können wir einfach nicht akzeptieren, dass wir einfach automatisch die Rechtsübernahme müssen vollziehen müssen. Ich muss einfach sagen, wir haben eigentlich nur in einem Bereich von diesen bilateralen Verträgen haben wir ein bisschen Problem. Das ist der Bereich von der Personenfreizügigkeit. Alle anderen Teilbereiche, dort läuft es wie geschmiert. Und in diesem Bereich braucht es zusätzlich Nachverhandlungen. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch im Rahmen dieser Nachverhandlungen gute Lösungen, wie es in der Vergangenheit schon der Fall war, gute Lösungen können erarbeiten können. Marianne Binder, Hans-Jörg Knecht, sagt, ja, man kann ein bisschen weiterverhandeln. Das ist ja eigentlich auch die Haltung der CVP, dass sie sagt, ja, es ist eigentlich fast gut, aber nicht ganz. Ja, guten Abend miteinander. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben auch ein Problem mit dem jetzig vorliegenden Rahmenvertrag. Wir haben das Gefühl, er findet nie eine Mehrheit. Vor allem, weil der Lohnschutz nicht gewährleistet ist. Denn die Unionsbürgerrichtlinie haben wir auch ein Problem. Ein Einbruch in unsere Sozialwerk. Und sicher haben wir das Gefühl, es braucht die Möglichkeiten, wenn man bei der dynamischen Rechtsübernahme die Souveränität der Schweizerinnen und Schweizer berücksichtigen kann. Dort ist es jetzt, aber wenn ich noch etwas sagen darf, eigentlich, wenn jetzt der Hans-Jörg Knecht über den Rahmenvertrag überhaupt reden will und dann aber jetzt genau gleichzeitig die Kündigungsinitiative einreichen, die Begrenzungsinitiative, die Personenfreizügigkeit einfach nicht mehr will. Also dann müssen wir gar nicht über den Rahmenvertrag diskutieren. Wir sind die ganzen bilateralen Beziehungen nicht mehr existent. Und das ist für die Schweiz ein riesengroßes Problem. Wir verdienen 2 von 3 Franken in diesem Raum im Ausland. Unser würde zusammenbrechen, der Schweizer. Wir müssen beim Rahmenabkommen bleiben. Glauben Sie dem Fall wirklich daran verbinden, dass wir da jetzt einfach nachverhandeln können und die grosse EU, die kleine Schweiz, sagt, ja gut, also wenn wir noch nicht zufrieden sind, dann tun wir da noch ein bisschen noch besser. Ja, ich habe tatsächlich
einfach das Gefühl, dass man da mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gegenüber der EU auftreten muss. Wir sind ein sehr verlässlicher Partner gegenüber der EU. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU ein Interesse hat, ein Land im Herzen von Europa, das jegliche Verträge auch immer eingehalten hat und Verpflichtungen auch immer eingehalten hat, das dort stabilisieren. Also die haben ganz andere Probleme im EU-Raum. Und darum glaube ich, dass wir werden einen besseren Vertrag bekommen. Cedric Wermuth, das ist ja selten genug, dass der Hansjörg Knecht und die SP grundsätzlich der gleichen Meinung sind, nämlich, dass das Rahmenabkommen so nicht gut ist. Ich weiss schon, dass jetzt noch ein Aber kommt. Trotzdem, also die SP findet den Lohnschutz nicht gewährleistet. Man muss aber auch sagen, auch in der EU gilt ja eigentlich das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Die EU hat tatsächlich ihre sogenannte Entsenderichtlinie, heisst das Grundlagengesetz, jetzt überarbeitet. Es kommt aber auf die nationale Umsetzung drauf an. Und da sehen wir jetzt schon, dass die Lücken gross sind. Und vor allem ist es nie auf dem Niveau von der Schweiz. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Oder? Öffentlich ist oftmals nur über die 8 Tage diskutiert worden. Um die geht es gar nicht am Schluss. Da finden wir eine technische Lösung. Es geht zum Beispiel um Fragen von Kautionen. Also verhindern wir, dass Lohndumperinnen und Lohndumper in die Schweiz kommen und Arbeitskräfte da missbrauchen. Und da geht es nicht nur um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerschutz, meine Damen und Herren. Also gerade als Aargauer Standesvertreterin und als Aargauer Standesvertreter muss das ein zentrales Anliegen sein zum Schutz des lokalen Gewerbes und des KMU. Wenn die plötzlich konkurrieren mit Lohndumping aus Polen, Schreinerinnen und Schreiner, Plättlilegerinnen und Plättliger, Gipserinnen und Gipser in meiner Region zu Zofingen, dann können sie es vergessen. Dann ist es unmöglich, dass das noch möglich ist. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit überall und das auch in der Schweiz. Und der letzte Satz, das, was Marianne Binder gesagt hat, ist ganz wichtig. Die grosse Auseinandersetzung in den nächsten Jahren ist nicht das Rahmenabkommen. Da werden wir uns in der Schweiz einigen und mit der EU. Die grosse Auseinandersetzung ist die Kündigungsinitiative. Und wenn man im Ernst im ersten Teil sagt, man vertritt das PSI und dann die Initiative durchsetzen will, die der Untergang wäre für die Forschungsindustrie und Entwicklungsplatz Aargau, dann ist das nicht kohärent. Das ist eine wirtschaftsfeindliche Position, eine gewerbefeindliche Position und eine Position, wo die Rolle von Fachhochschulen und PSI im Aargau nicht ernst nimmt. Und es kann nicht sein, dass das unsere Politik ist. Wir vermischen natürlich jetzt schon über Kündigungsinitiativen und das Rahmenabkommen. Ich bleibe noch einmal kurz beim Rahmenabkommen. Muss man ja die Flagge noch einmal das Wort geben von den Grünen-Liberalen. Man unterstellt Ihnen auch mal, dass Sie so ein bisschen einer von den durchaus noch Liberalen mit sozialem Gewissen sind. Wieso können Sie denn für das Rahmenabkommen sein, wenn der Cedric Wermuth sagt, also der Gipser, das Zofingen, der kommt richtig darunter? Also zuerst mal muss ich ausräumen, ein Missverständnis. Die Union-Bürger-Richtlinie ist nicht Inhalt des Rahmenabkommens. Das ist einfach ganz wichtig. Das wird immer wieder gebracht. Dann die Frage mit dem Lohnschutz. Oder? Wir müssen das schon im Klaren darüber sein, von was das wir reden. Wir reden nicht von einer komplett anderen Situation als jetzt. Auch jetzt haben wir das teilweise, dass Montagetruppen in die Schweiz kommen. Da wird angeblich der richtige Lohn gezahlt. Wenn sie aber retour sind in ihrem Heimatland, müssen sie etwa 4 Monate gratis arbeiten. Solche Situationen. Und solche Situationen können wir nur gemeinsam mit der EU ausräumen, mit dem Rahmenabkommen. Das wird genau die Grundlage dafür sein. Und wenn wir noch ewig zuwarten und sagen, nein, wir können nicht, wir warten noch ein bisschen, glauben daran an Samichlaus und an Nachverhandlungen, wenn wir Brexit zuschauen, dann ist es einfach so, am Schluss diskutieren die Linken über einen Lohnschutz von Jobs, die nicht mehr bei uns sind, weil sie ausgewandert sind, weil die Firmen einfach nicht kennen, weitermachen, so wie jetzt mit dieser Blockadehaltung. Wir müssen endlich wieder Mut haben, um vorwärts zu gehen. Das hast du vorher, hat der Herr Wermuth vorher selber gesagt. Wieder einmal mit Mut vorangehen. Gehen wir mit Mut voran. Das ist eigentlich unser Slogan. Entschuldigung. Nein, wir machen das jetzt nicht nur Slogan-Streit, die ganze Knecht. Also Kündigungsinitiative. Reden wir schnell über die Personenfreizügigkeit. Ich meine, 60% der Produkte aus dem Kanton Aargau gehen in die Eurozone. Was sagt ihr euren Kollegen, die auch ein KMU haben in der Maschinen- und Metallindustrie, wenn ihr denen sagt, die Exporte machen wir unmöglich, die EU wird uns abstrafen für das? Ganz einfach. Die Problematik, die ich sehe, ich komme gerade auf die Beantwortung, mit der dynamischen Rechtsübernahme, also am Schluss auch eine Wirtschaftspolitik, eine Finanzpolitik und eine Steuerpolitik, die die EU aufzwingen wird. Im Vertrag, und, doch, das auf da raus wird es laufen, Und nachher sind wir gleich wie die Grossen, oder? Und es zeigt einfach auch der Wirtschaft, der Kleine mag agiler sein, muss Möglichkeiten haben, also seine Vorteile, die er hat, kann ausschöpfen im Markt, dann kann er überleben. Und weil der Kleine das gleich machen wie der Grosse, dann geht er runter. Und die Gefahr sehe ich. Ich frage Sie nochmal, Sie sind KMU-Vertreter. Genau. Die KMU sagen, wir brauchen
wir brauchen die Eurozone, wir brauchen den Handel. Also sie kämpfen gegen ihre Kollegen an mit der Hand. Also ich habe absolut kein Problem damit. Die Problematik ist einfach, wenn man die Unionsbürgerrichtlinie, die Unionsbürgerrichtlinie will die EU schon lange. Und das ist eine Ausweitung von der Personenfreizügigkeit in Zukunft. Das ist Problematik. Und nachher haben wir einfach eine Zuwanderung. Wir haben heute schon 8,5 Millionen Leute. Wir haben einen Haufen, die zuwandern, die nachher in der Sozialhilfe und in diesen Bereich landet. Und am Schluss hat niemand etwas davon. Aber ich sehe einfach viel die grösste Gefahr, dass wir gezwungen werden, die Politik der EU in der Schweiz, und wir sind ein eigenständiges Land, das Volk hat am Schluss nichts mehr zu sagen, dass wir gezwungen werden, die zu übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht nachher am Schluss der grösste Schaden und der Untergang von unserer Demokratie. Wo Marion Binder, Einwanderung in die Sozialindustrie, Demokratie, lassen wir sein, Einwanderung in die Sozialindustrie, ist da, wo der Hans-Jörg Knecht sagt. Ja. Aber das ist wirklich im Moment noch nicht Teil von dem Gegenstand. Aber jetzt einfach, ich will wirklich jetzt noch mal etwas sagen zur EU. Es gibt Statistikerhebung, also ein Drittel in der Sozialhilfe sind. Das Schweizer Volk hat regelmässig immer wieder den bilateralen Weg gestützt und unterstützt. Und ich sage es einfach noch mal, du hast eigentlich wirklich das Recht, über den Rahmenvertrag zu reden, weil ihr in einem Jahr die Kündigungsinitiative habt. Und da ist dann wirklich jeglicher Bilateralismus jetzt weg. Wissen, und da finde ich jetzt wirklich zu dem muss man einfach etwas sagen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Präzisierung. Die Kündigungsinitiative führt nicht automatisch zur Kündigung der Personenfreizügigkeit, sondern zur Noverhandlungen mit der EU. Wir haben die Jahre Zeit und ich bin überzeugt, wie gegenseitig... Da haben wir ja vorher schon darüber diskutiert, kann man mit der grossen EU verhindern. Gut, also, das ist eine Glaubensfrage. Dass wir ständig, immer wieder, den Weg mit der EU müssen hinterfragen müssen, wo ihr uns immer wieder an die Turnen jagt, dann wird es wieder bestätigt. Das kann einfach nicht sein. Also, die Glaubensfrage, wenn wir mit der EU noch etwas rausholen. Wir haben BA Pflach unterstützen. Das ist eines der grossen Friedenswerke in den letzten 80 Jahren. Und von dem profitieren wir auch. Ich bin auch gegen einen EU-Beitritt. Er passt nicht zu dem Land. Aber das funktioniert einfach so nicht, wie wir das machen. Über den habe ich mir nicht einmal getraut zu reden. Letzte Frage, Einwanderung ins Sozialsystem. Mit deren Angst wird im Moment... Kündigungsinitiative, also, ein halber Satz und nachher sind wir schon wieder durch. Überhaupt nichts zu tun mit dem Rahmenabkommen, wirklich weder hinten noch vorne. Natürlich will die EU die Unionsbürgerrichtlinie, die EU will auch eine Beteiligung an der gemeinsamen Armee. Die Schweiz sagt, nein, das ist kein Problem, wir sind ein souveränes Land. Sie malen den Teufel an die Wand. Übrigens, etwas muss man sagen, die Schönheit, das Problem ist, wenn wir kein Rahmenabkommen haben, wissen Sie, warum Brüssel Mühe hat, das Rahmenabkommen und darin den Lohnschutz zu verstehen? Wie der Lohnschutz in der Schweiz einzigartig organisiert ist, nämlich nicht staatlich, sondern sozialpartnerschaftlich. Und wir haben das erste Mal einen Vertrag, wo die Europäische Union das anerkennt, dass es Tripartit passiert zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das darf man nicht riskieren. Ja, ich finde, man muss es hart nachverhandeln, es braucht Korrekturen, aber das alles über den Haufen zu rühren, das wäre brandgefährlich für das Erfolgsmodell. Ganz kurz, letzte Frage an Grünliberale BA Pflach, wirklich nur eine ganz kurze Antwort. Weil Sie der Einzige sind, der so ein bisschen... Ich sage es jetzt trotzdem mal, ist so ein bisschen bedingungslos hinter dem Vertrag stehen. Haben Sie nicht Angst, dass das schadet im Wahlkampf? Nein, überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass man klar Tacheles muss reden, was tatsächlich die Fakten sind. Und einfach, wenn man ein bisschen über den Tellerrand ausschaut, dann sehen wir, dass wir in einer hervorragenden Situation sind im Moment. Uns geht es gut. Wieso um Himmels Willen will man das riskieren mit einer Kündigungsinitiative oder mit dem Ablehnen von einem Vertrag, der die Grundlage bildet, für die Bilateralen weiterzuführen, wie wir sie jetzt hatten? Wir fragen das Publikum. Was riskieren wir oder was nicht? Gibt es Fragen an die vier Vertreterinnen und Vertreter hier auf der Bühne zum Thema Europa, Migration, dort hinten sehe ich die Hand. Ja, guten Abend miteinander. Danke fürs Wort. Mein Name ist Jean Schmattenberger, Wettigen. Nein, ich hätte mal eine Frage. Generell ein bisschen alle. Ich weiss nicht, ob das der Moderator bewerkstelligen kann. Oder? Wir haben so viel diskutiert über das Rahmenabkommen. Und bei der Arena ist das ein bisschen modern. Mich würde interessieren von diesen Damen und Herren, wo nur zwei am Schluss werden Ständerat sein. Die anderen sechs sind fort. Oder, das ist so. Oder im Nationalrat, muss man vielleicht schon sagen. Also für mich ist übrigens einer gesetzt.
Ich sage jetzt nicht wer. Nein, das ist gut. Das ich weiß auch darum, wer bleibt in bürgerlicher Hand oder geht es wieder Bürger oder die Linke und so. Wir wissen schon. Nein, die Frage ist die: Rahmenabkommen. Wer von euch Kandidaten würde heute oder auch nach den Wahlen vielleicht das Rahmenabkommen annehmen und wer nicht? Also da kann man eigentlich drauf aufhören. Da braucht es gar kein grosses Blabla und hin und her, sondern einfach ja oder nein. Das jetzt, also das so, wie es jetzt vorliegt, wer nimmt es an? Der Beat Flach nimmt es an, nehme ich an. Genau. Der Cedric Wehmuth nimmt es nicht an. Ich auch nicht. Marianne Binder nimmt es nicht an. Und der Hans-Jörg Knecht sowieso nicht. Genau, gut. Ist die Frage so beantwortet? Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Es geht Schlag auf Schlag, aber wir wollen ja, dass es kurzweilig bleibt. Urs Hofstetter, bitte sehr. Ja, wir sind jetzt... genau, Sie können jetzt einen Schluck nehmen, Hans-Jörg Knecht. Jetzt dürfen Sie endlich mal an den kleinen Tisch hier hin. Sie haben eigentlich schon zweimal hier und jetzt dürfen Sie. Es ist wunderbar, wie das hier läuft. Wir kitzeln ein bisschen. Das ist auch so gedacht, logischerweise, dass nicht alle gleicher Meinung sind. Wir haben jetzt EU-Rahmenabkommen, Beziehungen zum Ausland schlussendlich. Da gehören auch die Flüchtlinge dazu. Das ist, hat auch mit Ausland zu tun. Flüchtlinge in der Schweiz. Maya Balli von der BDP wette, dass mehr Geld ausgegeben wird oder mehr Unterstützung für die Integration von Flüchtlingen in der Schweiz. Hans-Jörg Knecht, wenn ich das Vimentis Spider anschaue, gut, dann muss ich nicht mal anschauen, sie wette das nicht. Warum nicht? Es ist relativ einfach. Wir haben einfach viel zu viele Flüchtlinge, die eigentlich nicht Flüchtlinge sind im eigentlichen Sinn, sondern Wirtschaftsflüchtlinge. Oder? Und da ist eigentlich die Schweiz, oder bezüglich Asylgesetz, ist eigentlich die Vorstellung, dass man nur wirklich bedrohte Personen aus Kriegsgebieten aufnehmen. Und heute kommt einfach der grösste Teil, etwa 85% sind Wirtschaftsflüchtlinge. Die kosten einen Haufen Geld, die müssen wieder zurück. Das Problem ist, die Rückschaffung klingt nicht immer. Oder? Und aus meiner Sicht ist es einfach viel sinnvoller, weil man auch keine Arbeit hat für die im Niederlohnbereich. Wir haben die Stellen nicht, die sind ja schon längst ausgelagert worden. Ist es viel sinnvoller, wenn man das Geld tut vor Ort einsetzen. Ich kann ein Beispiel sagen. Das passiert ja nicht schlussendlich. Doch. Also, da passiert teilweise Eigenverantwortung. Ich kann ein Beispiel sagen. Ich habe zum Beispiel in einem Kinderheim in Rumänien einen Bachhof geliefert bzw. offeriert. Wenn ich immer die Kinderaugen sehe, wenn ich einmal die Bilder bekomme zu Weihnachten, wie die Freude haben. Und da kann man relativ viel mit wenig Geld machen. Und da kann auch die Schweiz, das ist ein Beispiel, auch die Schweiz mit den Mitteln, die man hier heute einsetzt, sind ja etwa 6 Milliarden pro Jahr in der Asylindustrie, können wir viel mehr bewirken, wenn man vor Ort die Mittel würde einsetzen. Richtig, aber ich sage jetzt einfach mal, ein Grill oder ein Brunnen an einem Dorf, das hält ja die Flüchtlinge nicht ab, davon herzukommen schlussendlich. Wir haben ja auch Hilfswerk, ja. Das das macht. Maya Balli, Sie sagen, die da sind, die sollen auch unterstützt werden, oder? Die da sind, das ist ganz klar, die müssen einfach integriert werden, weil wenn man die Menschen nicht integriert, dann kostet es uns schlussendlich einfach viel zu viel Geld. Und die Integration erfolgt einfach über Beschäftigung. Und es ist nachgewiesen, dass 50-70% von denen ein Potenzial hätten, um hier zu arbeiten. Und solange wir es hier haben, solange wir es nicht zurückschaffen können, solange müssen wir es in die Arbeit integrieren, damit sie uns nachher nicht kosten. Und das Zweite kommt noch dazu, sie hängen nicht herum, weil Flüchtlinge, die herumhängen, die können eben je nachdem, wenn das junge Männer sind, wo halt vielleicht auch der Testosteronspiegel noch ein bisschen hoch ist, die können einfach auch gefährlich werden. Also Integration von diesen Flüchtlingen, die im Moment nicht möglich ist, zurückzuschaffen, das ist einfach ganz wichtig. Und also ich sehe da schon richtig, eigentlich sind sie sich einig, nein, dass man sollte, wenn möglich, Flüchtlinge zurückschaffen. Aber dort, wo es nicht möglich ist, dort mehr Integration und dort, wo es nicht möglich ist, aus Ihrer Sicht? Zurückschaffen und den Betroten helfen, aber vor Ort. Aber was ist mit denen, die da sind? Das Problem ist einfach Integration in Ehren, oder? Aber am Schluss musst du auch eine Arbeitsstelle verdienen. Und die Erfahrung zeigt, für 2/3, das ist ja alles tief qualifiziert, 2/3 haben wir keine Arbeit in der Schweiz. Das ist einfach konsequent. Das soll es am Bahnhof hocken? Nein, das ist ja nicht. Darum sage ich, mit konsequent müssen wir zurückschaffen und vor allem einfach Training, also nicht mehr Wirtschaftsflüchtlinge da kommen. Das ist eine Problematik. Jetzt hat es zwar ein bisschen abgenommen, aber warum hat es abgenommen? Weil die Balkanroute zu ist, aber die Aussengrenze, aber Gefahr ist, dass da einfach wieder zunimmt. Und da muss man einfach konsequent ein bisschen trennen. Wenn man nur 1/3 von denen, wo man einfach jetzt noch nicht
zurück ins Land führen, weil entweder noch Krieg herrscht, das sind ja nicht alles einfach Wirtschaftsflüchtlinge. Also teilweise können sie auch ein Drittel kann beschäftigen mit Programm, und es gibt die Programme, es gibt die Beispiele, dann haben wir einfach schon Kosten gespart, das ist mal das eine. Und das andere ist einfach noch so, by the way, also auch das ist so, wir holen Arbeitskräfte vom Ausland rein, zum Teil genau sogar in die Segmente, die nicht immer gross ausgebildet sind. Das sind keine Flüchtlinge meistens. Nein, eben, aber eigentlich können wir ja dort das ein bisschen reduzieren, wenn wir die Flüchtlinge, die ein Potenzial haben, also bei uns einsetzen. Das eigentlich müsste die SVP dann für die Integration sein, weil man allenfalls die Migration noch ein bisschen oben runterschrauben kann. Also ich sehe einfach die Situation in den Gemeinden. Da gibt es über kurz wie lange einen Klapp wegen der Sozialkosten, die laufend und massiv steigen. Darum sollen sie arbeiten können. Genau, das lassen wir jetzt mal stehen. Wir sind nämlich in diesen 3 Minuten schon wieder durch. Wir haben sogar fast ein bisschen überzogen, glaube ich. Rolf, jetzt musst du halt von deiner Viertelstunde ein bisschen abzwacken. Gut, also es dürfen 4, genau. Der Herr Knecht, kommen alle gleich viel vor von den grossen Parteien. Also, Thema Altersvorsorge, AV-Reform. Du tickst nicht nur am Podium, sondern auch bei dem Thema. Zu diesem Thema redet Hans-Jürg Knecht von der SVP, der Thierry Burkhardt von der FDP, Marion Miner von der CVP und Ruth Müri von der Grünen. Frau Binder, der Gerrit Pfister hat letztens in einem AZ-Interview gesagt, CVP sei führend beim Thema AHV und Altersvorsorge. Und trotzdem, wir haben es in den letzten Jahren, Jahrzehnten nie geschafft, eine mehrheitsfähige Vorlage vor das Volk zu bringen, wo angenommen wird. Was läuft denn schief bei der ganzen Rentenreformpolitik? Also gut, die Session hat sich ja jetzt eigentlich noch können retten, wenn man sagt, es sei ständig Blockade gewesen. Wir haben immerhin die letzte Volksvorlage ja durchgebracht und haben eine kurzfristige, Es fehlen 43 Milliarden für die AV im Jahr 2030, ja. Trotz dieser Folge. Also er hat das wahrscheinlich darum gesagt, weil wir sicher ein bisschen die Architekten waren, vor allem im Ständerat für die Vorlage. Das muss man jetzt ja einfach mal sagen, aber dass sie nicht gerettet ist, ist ganz klar. Und da bin ich sogar ein bisschen anderer Meinung als meine Partei. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das Rentenalter auf 65 können einpendeln. Also jetzt machen wir das ja, das probieren wir jetzt. Ich bin ganz sicher, dass es muss erhöht werden. Weil, was heisst? Auf 67. Das ist für mich schon, das ist eine dynamische Sache. Hören wir fast zuerst mal jetzt aus der CVP. Ja, nein, das habe ich schon immer gesagt, steht auf meinem Smartwatch-Beiter. Und was ich nicht verstehe, und darum finde ich Smartwatch teilweise so seltsam, also wenn man dafür ist, dass man das Rentenalter erhöht, dann kommt man auf dem Spider, auf der asozialen Ecke. Das heisst also, wenn man die AHV, die Altersreform auch für die Zukunft retten möchte, für unsere Kinder und wieder denen ihre Kinder, dann ist man also in der heutigen Zeit asozial. Mir ist klar, dass man da nicht über den Daumen brechen kann, dass man da jetzt gerade machen kann. Aber das Rentenalter, das wir haben, 65, das ist das Bismarck'sche Rentenalter, hat den mal festgesetzt, wo er ja gewusst hat, da wird gar niemand so alt, da können wir mal ein bisschen das so feststellen. Ich weiss einfach, dass sehr viele Leute, wenn sie noch zu Weg sind, ganz klar, dürfen wir natürlich Leute, die körperlich sehr viel gearbeitet haben und belastet sind, dass man dort muss Lösungen finden muss, auch vielleicht psychische Belastungen haben. Aber sehr viele Leute arbeiten gerne länger. Bleiben wir gerade mal bei dem Rentenalter, wo Sie jetzt zur Sprache kommen. Das ist ja eine Zahl, aber sehr emotional, immer wenn es um die Abstimmung geht. Sie sagen es jetzt vor der Wahl, Sie sagen, langfristig braucht es. Das ist eigentlich ein alte FDP-Forderung, Rentenalter 67, hat schon der Altbundesrat Guschberg gefordert, Thierry Burkhardt. Machen Sie da mit? Wir haben die AHV als wichtigste Sozialwerk in unserem Land 1948 eingeführt, mit Rentenalter 65, wie es Marianne Binder gesagt hat, und zwar für Männer und Frauen damals. Und seither hat die Lebenserwartung um 16 Jahre zugenommen. Ich glaube, es liegt einfach auf der Hand, dass wir Massnahmen ergreifen müssen. Wir fahren auf einen Abgrund zu, wie wir es heute auch schon gehört haben, nämlich finanzpolitische Natur. Irgendwann können wir das, wenn wir jetzt nichts ändert, nicht mehr ändern. Ich bin der Auffassung, es braucht eine Flexibilisierung. Das heisst, man kann früher in die Rente, aber auch später. Es braucht aber eine Anpassung vom Referenzalter. Das heisst, eine Erhöhung, ob 66 oder 67 ist. Ich bin schon froh und dankbar, wenn wir es mal einmal auf 66 arbeiten würden, 67 noch besser. Das, denke ich, ist eine entscheidende Frage. Und nachher, und das ist ganz wichtig, sollten wir das Referenzalter binden
und entpolitisieren an die Lebenserwartung. Weil wenn man jedes Mal einen politischen Entscheid darüber fällen muss, muss man ehrlicherweise sagen, dann haben wir nachher wieder Blockaden. Und ich sehe momentan nicht, wie man aus dieser Blockade rauskommt, weil die SVP und die SP sich dort nicht bewegen. Hans Knecht, SVP rennt den Alter 67, bleiben wir schnell dabei. Das kommt also von der Mitte, es kommt von der FDP. Macht dort die SVP auch mit? Vielleicht grundsätzlich vorweg. Ich habe die Steuer-AV-Vorlage mit Überzeugung. Bin ich dahinter gestanden. Das hat bedeutet einerseits Mittel vom Bund, aber vor allem auch Mittel in Form von Lohnprozent. Und ich sehe einfach folgenden Weg. Gleiches Rentenalter. Also Frau Mann? Jawohl, 65-65. Flexibilisierung, kann ich voll dahinter stehen. Ich habe einfach Mühe, dass wir in Zukunft noch weitere Lohnprozente, wir müssen aufpassen, dass wir die Lohnkosten, die Arbeitskosten nicht weiter erhöhen. Und längerfristig kann ich mir vorstellen, langsame, schrittweise Anpassung. Aber im Moment sehe ich natürlich auch, dass wir allenfalls die Möglichkeit hätten, Mittel, die wir in die Entwicklungshilfe geben, EU-Kohäsionsmilliarden und so weiter ins Ausland, dass wir aus meiner Sicht einen Teil mindestens von denen auch beim wichtigsten Sozialwerk einsetzen zur Finanzierung. Das ist für mich eigentlich vordringlicher, bevor wir zur Anhebung vom Rentenalter übergehen. Also das SVP, also ja, aber... Anpassungen heisst, bist du auch für eine Erhöhung? Also sag's doch gerade. Also, ja, im Vordergrund steht für mich die Finanzierung über die Ausländergelder, Entwicklungsgelder. Und längerfristig statt Lohnprozent erhöhen, denke ich, dass wir längerfristig übergehen müssen, eine schrittweise Anpassung. Also, ja. Das Knecht, ist ja so. Hansi Knecht, du sagst, EU-Kohäsionsmilliarden einsetzen zur Sanierung von der AHV. Ich muss einfach sagen, wir reden über 1,3 Milliarden für 10 Jahre von der Kohäsionsmilliarde, also 130 bitte. Millionen pro Jahr. Und bei der AHV reden wir mittelfristig über ein Loch von über 30 Milliarden Schweizer Franken. Also, es geht nicht auf. Und Müri, die Grünen und auch die SP, Rentenalter 65, jetzt reden wir schon von 67, die Frage gar nicht wollen stellen. Jetzt Rentenalter 65 für Frauen ist ja sogar für sie ein Tabu. Ich denke, wir dürfen erst über die Erhöhung des Rentenalters der Frau diskutieren, wenn andere wichtige Themen in der Gleichstellung erreicht worden sind. Die Frauen verdienen immer noch 8% weniger durchschnittlich bei gleicher Ausbildung, gleicher Funktion, gleicher Erfahrung wie die Männer. Auch das schlägt sich noch in der Rente nieder. Das heisst, Frauen haben in diesem Bereich tiefere Renten. Der Bundesrat hat ja eine Abfederung von 700 Millionen drin. Das langt Ihnen nicht? Nein, das langt nicht, weil wir brauchen zuerst die gerechte in dem System, in der gleichen Lohnvergleich. Ja. Aber zweitens haben wir das System in der Pensionskasse vom Koordinationsabzug. Auch das ist ungerecht für Frauen, die im grossen Teil Teilzeit arbeiten. Es kann nicht sein, dass Eltern, die die Arbeit von der Kinderbetreuung teilen, in der Rente schlechter gestellt sind, wie ein Ehepaar, das eine klassische Rolle macht. Grundsätzlich Rentenalter 67, weil es jetzt gekommen ist, vorstellbar? Ich denke, es braucht eine Flexibilisierung. Es kommt ganz darauf an, was man arbeitet. Ich glaube nicht, dass ein Bauarbeiter bis 67 auf der Baustelle arbeiten kann. Es kann aber durchaus sein, dass jemand, der einen kreativen Job hat, Freude an der Arbeit hat, gesund ist und fit ist, durchaus weiter arbeiten will. Und die Flexibilisierung, so wie sie der Bundesrat vorschlägt, die unterstütze ich sehr. Flexibilisierung klingt immer gut, aber Sie sind jetzt auf der Bremse beim Frauenalter schon auf 65. Sie sagen, das ist noch nicht gerecht. Aber ist es nicht auch gerecht gegenüber der Jugend, der jungen Generation, die die Zeche zahlt? Oder anders gefragt, Sie haben ja zwei Töchter, die, glaube ich, gleich erwachsen sind, oder? Privat, würden Sie es auch so machen, dass Sie sagen, ich tue für mein Geld Sackgeld mehr abknöpfen, damit Sie es noch länger können, ein schönes arbeitsfreies Leben machen? Würden Sie wahrscheinlich nicht machen? Ich denke, wir müssen einfach miteinander gute Möglichkeiten finden, um die AHV zu sanieren. Die AHV ist eine soziale Versicherung, wirklich eine tolle Errungenschaft, die wir in der Schweiz haben, um die Altersarmut zu bekämpfen. Ich denke, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten. Wir wären bereit, über Mehrwertsteuerprozent zu diskutieren. Wir wären bereit, über eine kleine Erhöhung vom Lohnanteils zu diskutieren. Gut, das ist vorhin kurz angeschnitten worden, Mehrwertsteuer. Es gibt ja eine Vorlagenbotschaft vom Bundesrat, die jetzt auf dem Tisch liegt, AV 21, Rentenalter für Frauen höher auf 65 mit einer Abfertigung, Mehrwertsteuer von 0,7% Rentenflexibilisierungsrenteniveau halten. Das tönt doch eigentlich relativ vernünftig, Herr Knecht. Also einfach vielleicht noch die Aussage von Thierry Burkhardt, die ich noch aufnehmen möchte. Das gehe ich nicht auf. Ich erinnere einfach daran, es ist Kohäsionsmilliarden, es sind Entwicklungsgelder, die fliessen.
Und wir haben auch von der Kommission schon ein bisschen angeschaut. Teilweise weiss man nicht einmal genau, wo das Geld hinfließt, wie das versickert. Gut. Und ich denke, wenn wir hier einen Teil, wir machen immer noch sehr viel im Ausland, einen Teil einsetzen, dann würde es auch den Druck nehmen bezüglich jetzt Zusatzfinanzierungen, Frage, Mehrwertsteuer oder den Druck nehmen bezüglich Anhebung zu der Vorlage vom Bundesrat. Ja. Das klingt doch vernünftig. Ja, aber ich bin einfach dagegen, dass man weiter Lohnprozent oder Mehrwertsteuerfragen im Moment... Wie wollen Sie es denn sonst finanzieren? Im Moment sehe ich jetzt einfach, dass man das über die Entwicklungsgelder einen Teil kann. Und wie ich es gesagt habe, natürlich Anpassung an die Lebenserwartungen, schrittweise Anpassung vom Rentenalter. Was stehen Sie da als FDP-Vertreter, Herr Burkhardt? Sind Sie da, Arbeitgeber sagen ja 0,3% Mehrwertsteuer vernünftig? Ist das dann am Schluss einfach, geht es nur um ein paar Kommastellen hinter dem Null, ob die AHV-Reform eine Mehrheit findet oder nicht? Zuerst einmal möchte ich daran erinnern, wir müssen nicht nur über die AHV-Sanierung reden, sondern auch über das BVG, die zweite Säule von diesen drei, ganz entscheidend. Das heisst, wir müssen eine Gesamtsicht einnehmen und wir müssen einfach den Leuten auch kein Sand in die Augen streuen. Es ist klar, dass wir in allen Bereichen werden müssen etwas geben müssen. Sechs bei der Mehrwertsteuer, sechs beim Rentenalter, sechs an anderen Orten. Nur so werden wir ein Paket können machen, das mehrheitsfähig ist, weil wir werden, und da muss ich einfach allen sagen, keine mehrheitsfähige Vorlage herbringen, wenn wir nicht Sozialpartner dabei haben und wenn wir nicht auch irgendwo eine gewisse Breite haben, von links bis rechts. Frau Binder, die Sozialpartner haben jetzt einen Vorschlag gemacht und Sie haben ja bei der letzten Vorlage 2017 vom Volk abgelehnt worden, ist eher mit der Linken. Sind Sie zusammen gewesen? Sehen Sie jetzt da auf dieser Seite eine Möglichkeit, Mehrheit zu schaffen, so wie es der Thierry Burkhardt angetönt hat? Also was ja noch dazu muss kommen, es gibt jetzt verschiedene Massnahmen, aber was ganz sicher auch wichtig ist, möchte ich gleich noch schnell erwähnen, wenn wir das Rentenalter erhöhen, ich habe jetzt nur die Rentenaltererhöhung gesagt, dann braucht es x sozialverträgliche Abfederungen, die wir machen. Aber was es ganz sicher braucht, Programm für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Möglichkeiten haben, auch tatsächlich länger zu arbeiten. Das sind Anpassungen, zum Beispiel im BVG, wo man muss machen. Also wenn man das macht, dann muss es ein Gesamtpaket geben. Also einfach, wenn ich jetzt vorher nur das Rentenalter 67 erwähnt habe. Etwas kurz zu sagen dazu, dass man immer sagt, Frauen, wir tun dann erst dann, wenn Frauen das, dieses und jenes auch noch erreicht haben, zum Beispiel gleicher Lohnviertel, dann tun wir dann das Rentenalter anpassen. Wer sagt eigentlich, dass das so wahnsinnig sozial ist, wenn Frauen ein tieferes Rentenalter haben? Weil sie finden nämlich sehr viel, dann auch kein Einstiegsjob mehr, weil man sagt, ihr findet ja kaum, wenn ihr angefangen habt zu arbeiten, schon wieder auf. Also ein tieferes Rentenalter ist nicht immer nur sehr positiv für uns Frauen. Das muss man jetzt auch aus Gleichgewicht Stellungssicht einmal gesehen. Und es ist klar, wer nicht mehr arbeiten will, muss man Möglichkeiten haben. Aber, Frau Müller, Sie schüttelt den Kopf. Ja, wenn man Zahlen anschaut, sieht man, dass eigentlich Frauen sogar noch vorher zum Beruf aussteigen, weil sie nämlich Care-Arbeit übernehmen, weil sie ihre Eltern pflegen, weil sie ihre Grosskinder hüten, weil es zu wenig Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man so eine Flexibilisierung reinbringt. Und es ist einfach unfair, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen und nachher passiert die Sanierung von der AHV nicht, dass auf dem Buckel der Frauen. Aber eigentlich kann man sagen, dort, bei der Klimapolitik der Gegenseite ein bisschen bremsen bei Vorschlägen und beim AHV sind Sie da eher bei der Bremse und sagen, Sie schauen vor allem zuerst, dass sozial stimmt, aber die Finanzierung von der AHV, wenn Sie Ständerätin wären, das wäre eine Massnahme, die Sie würden sagen, die bringe ich hier. Ich habe es schon erwähnt vorher. Ich denke, Anhebung von der Mehrwertsteuer um 0,7%, so wie der Bundesrat das vorschlägt, da bin ich dabei. Ich bin auch dabei, über Lohnprozent zu diskutieren. Und vielleicht muss man auch kreative Finanzierungsmöglichkeiten finden. Genau. Beispielsweise Staatsfonds, National. EU-Bankgelder etc. Ich glaube, man muss jetzt einfach ein bisschen kreativ sein und hier Lösungen finden, wo man zusammen eine Mehrheit findet. Wir werden in 15 Minuten, was man 15 Jahre nicht geschafft hat, sich jetzt auch nicht in 15 Minuten lösen. Aber ich habe schon ein bisschen rausgehört, es ist am Schluss auch, man muss ja nicht gerade vom Kuhhandel reden, aber es braucht einfach, man muss können entgegenkommen. Als Ständerat wären Sie ja in einer Kammer, wo man eigentlich auch ein bisschen verpflichtet ist, das Gemeinsame zu suchen. Zum Schluss, ich habe einen Halbsatz. Bitte machen Sie die fertig. Die können Sie einfach dann auch nicht verlängern. Das ist das Gute bei dieser Methode. Hans Knecht, in der Rentenfrage würde ich als Ständerat Mitte links entgegenkommen bei der Mehrwertsteuer. Bei der Mehrwertsteuer. Frau Binder, mein Beitrag als CVP-Ständerätin zum Durchbruch in der Rentenfrage wäre? Also
generelle Zusammenarbeit mit allen Forderungen. Man bringt ohne, dass man mehrheitsfähige Lösungen hat, nichts durch. Das ist jetzt allgemein formuliert, aber er kann sicher nicht einfach auf irgendwelchen Maximalforderungen bestehen. Und das ist ein sehr sensibler Bereich. Herr Burkhard, als Ständerat würde ich einen Rentenkompromiss am ehesten suchen mit? Grundsätzlich mit allen. Das Thema ist zu wichtig für unser Land. Im Notfall sogar mit einem Cedric Wermuth. Oder hinten sicher schon gejuckt hat, was er jetzt nicht dazu sagen konnte. Ruth Müri, wenn meine Töchter pensioniert werden, ist das Frauenrentenalter? Dann ist es für Mann und Frau gleich und flexibel von 63 bis 70. Gut, herzlichen Dank für den Beitrag zum Thema Rentenreform. Bleiben Sie bitte noch schnell da für ein, zwei Fragen aus dem Publikum. Mein Name ist Felix Frischknecht und mich würde es eigentlich interessieren, wenn ihr ja immer das Rentenalter aufsetzen wollt. Ich denke, wir sind ein bisschen von der Realität entfernt, wie es werden nur ältere Leute entlassen. In meinem Umfeld sehe ich das, dass eigentlich ab 63 hat man keine Chance mehr. Und dann müsstet ihr mal anfangen, zum Beispiel, dass die Wirtschaft eben die Leute behaltet und das Know-how, uns geht sehr viel Know-how verloren. Mir ist gar nicht gefragt, oder, im alten Ding. Und ich rede aus Erfahrung, ich bin auch ein früher Pensionär. Ihre Burkhard? Ich kann sie völlig verstehen und ich sehe diese Fälle auch. Ich habe übrigens an einem Ort, wo ich einen Geschäftsführer einsetzen durfte, einen 57-Jährigen genommen, top Erfahrung gemacht und ich weiss, dass der bis ans Ende wird bleiben von seiner Arbeitszeit. Bei den Jungen, die gehen ja je nachdem auch früher. Aber ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Der Bundesrat hat ja einen Vorschlag gemacht, die sogenannte Überbrückungsrente. Das heisst, wenn jemand 60 ist, über das kann man diskutieren, ob das richtige Alter ist oder nicht. Und bereits 20 Jahre eingezahlt hat, mindestens 21.330 Franken pro Jahr, dann hat er das Anrecht, dass er statt in ein Sozialfall wird und Überbrückungsrente bekommt, bis er nachher in die ordentliche Pensionierung kommt. Ich meine, das kann ein Weg sein, wo man mindestens genau anschauen und prüfen sollte. Marianne Binder. Und das trifft voll ins Schwarze. Das ist das, was ich immer sage. Wenn man es erhöhen will, dann muss man wirklich Möglichkeiten und Massnahmen und Instrumente ergreifen, wo man ältere Arbeitskräfte fördern kann. Wir haben eine hohe Lebenserwartung und sehr viele Leute wären gerne noch weiter im Erwerbsleben. Das muss ganz ein zentraler Punkt sein. Und vor allem ist das dann auch eine Möglichkeit, wo viele Menschen auch länger gesund bleiben, weil der Arbeitsprozess für viele sehr befruchtend ist. Sehr wichtig ist auch eine wichtige Massnahme gegen den Fachkräftemangel. Es macht einfach keinen Sinn, dass man erfahrene Leute in die Pension schickt, die wirklich noch sehr viel beitragen im Arbeitsleben. Politiker sagen das jetzt gerne, aber in der Realität ist es tatsächlich oft so. Oder? Also die Politik sagt, man muss, aber die Wirtschaft sagt einfach, wir machen das, was für uns am wirtschaftlichsten ist, Herr Knecht. Also, wir haben auch ein Problem wegen der Personenfreizügigkeit, muss ich einfach sagen, oder? Wegen der Personenfreizügigkeit haben wir das Problem, dass so mehr vermehrt junge Ältere, die höhere Löhne haben, ersetzen. Und die Überbrückungsrente ist aus meiner Sicht einfach Problematik, dass natürlich nachher noch schneller die Leute entlassen werden können. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Herr Knecht, darf ich Ihnen ganz schnell widersprechen? Es ist das Anreizsystem vom Lohnsystem. Ich glaube, wir brauchen eine Reform in der beruflichen Vorsorge, dass es für Firmen wieder attraktiver ist, auch ältere Leute einzustellen. Zusätzlich brauchen wir auch ein Weiterbildungsprogramm, damit die älteren Leute im ganzen Thematik von der Digitalisierung da Entwicklungsmöglichkeiten haben. All einig bei dem, wir haben noch Zeit für wirklich eine kurze Frage, vielleicht ganz konkret an jemanden. Vielleicht die junge Generation? Oder ist. Aber das ist noch interessant, die junge Generation geht nicht auf die Straße demonstrieren für sichere Rente, vielleicht weil es noch weit weg ist. Das Klima näher, vielleicht eine Frage noch kurz. Hinten, junger Herr, glaube ich, sehe ganz hinten. Meine Frage ist eher, wie Name das... bitte, Entschuldigung. Patrice Iseran, ich komme aus der Region Oftringen. Ich habe eine Frage, wie wollt ihr das überhaupt gewährleisten, dass mit Inflation und zunehmenden Währungsschwankungen bzw. noch zunehmender Negativzins in der Zukunft, wo ja, immer grösser wird, wie wollt ihr damit Renten sichern, wenn das Geld an sich schon verfließt? Gut, Sie haben das Privileg zu sagen, wer die Frage beantworten soll. Ich hätte das gerne von der Dame, von der zweiten Dame von links. Frau Müri. Das ist ganz
ganz ein wichtiges Thema. Und darum finde ich es wichtig, dass man die erste Säule stärkt, AHV, wo nämlich ein Umlageverfahren hat. Das heisst, die Renten, die jetzt eingezahlt werden, die werden dann wieder ausgezahlt. Und dort spielen die ganzen Negativzinsen und all die ganzen Fragen, die sich dann gibt im Immobilienbereich etc., die Bubbles, die durch solche Effekte entstehen, kann man dort ein abschwächen. Ich glaube, eine Stärkung der ersten Säule ist wichtig, um diesem Thema entgegenzuwirken. Vielen Dank für die engagierte kurze Diskussion. Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Duell. Die zweite Dame von links, das war gar nicht mal so schlecht Bereich bei der Rautmühle. Die zweite Dame von links, definitiv. Ich habe vorhin zugeschaut, wo Thierry Burkhardt gesagt hat, wegen dem Rentenalter raufzutun, sind im Cedric Wermuth fast Tränen gekommen. Dabei muss ich sagen, sie sind nicht überall nicht einig. Also, sie haben die gleichen Hosen an heute, sie haben das gleiche Hemdli an heute, die beiden. Und Cedric Wermuth hat sich als Thierry Burkhardt verkleidet. Genau. Ich denke, das merkt vielleicht niemand. Genau. Also, aber es gibt natürlich logisch ganz grosse Unterschiede bei diesen beiden, aber es gibt auch wirklich Einigkeiten. Ich glaube, die beiden sind sich wirklich einig. Gesundheitskosten sind zu hoch. Nur wahrscheinlich, wie dass man das ändert, ist nicht genau das Gleiche. Cedric Wermuth, Ihr Vorschlag, wie tut man Gesundheitskosten senken? Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, die man in dieser Frage angehen muss. Die erste Ebene ist die Frage, wie verteilen wir Kosten. Und was wir in den letzten Jahren gemacht haben, haben wir gesagt, wir möchten es ganz simpel, wir lassen einfach die Leute mit Prämien zahlen. Und das kann nicht der Weg sein. Wir haben in den 90er Jahren versprochen, maximal 8% Belastung der Haushalte, die muss man wieder zurück. Wir sind jetzt bei 14-15, das heisst, die Kantone müssen ihre Verantwortung in der Prämienverbilligung wahrnehmen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir müssen alle, die in diesem System übermässig profitieren, aus dem System rausnehmen. Wir haben eine Studie gemacht, vor 2 Wochen 6,5 Millionen Gelder fließen von Versicherungen und Banken an Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Im Ständerat ist eine absolute Mehrheit der Mitglieder der Gesundheitskommission im Verwaltungsrat von einer Krankenkasse. Es ist kein Zufall, dass wir in der dritten Woche eine Vorlage besprechen, die zu einer Mengenausweitung, zu einer Privilegierung von Privatkliniken und zu steigenden Prämien wird führen. Das Gleiche gilt für die Pharmaindustrie. Und dann gibt es systematische Fragen, die wir lösen müssen. Spitalplanung, Zulassungssteuerung. Wir müssen der öffentlichen Hand Steuerungsmöglichkeiten geben. Cedric Wermuth hat es nur am Anfang kurz angetönt. Die SP hat eine Volksinitiative gemacht zur Ausdehnung der Prämienverbilligung. Damit möchte ich einfach sagen, die nützt nichts, weil ein Viertel der Bevölkerung kommt bereits jetzt schon Prämienverbilligung über. Der Mittelstand kommt zwar Prämienverbilligung mehr über, muss es dann aber finanzieren über die Steuern. Und in dem Sinne ein Nullsummenspiel, erstens. Zweitens setzt die Initiative nicht beim System selber an. Also wir haben im System innen grosse Mängel, wo wir nachher sicher noch schnell darauf zurückkommen und wo man muss ansetzen muss. Es gibt ganz viele einzelne Massnahmen. Und das Dritte ist, und das wundert mich, und wahrscheinlich hast du es auch darum nicht so richtig ausgeführt, die Initiative greift natürlich in die Hoheit der Kantone. Und gerade als Ständesvertreter sollte man eigentlich ja auch den Föderalismus pflegen, weil die Situation in Basel-Stadt ist nicht die gleiche wie in Appenzell-Innerrhoden. Aber wir müssen bei Einzelmassnahmen ansetzen, ganz kurz nur. Ganz kurz, ambulant von stationär, da müssen wir das Finanzierungssystem entsprechend ändern. Wir müssen eine regelmäßige TARMED, also das ist ein Tarifierungssystem, ändern, weil eine Operation von heute ist nicht mehr gleich teuer wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Und das Dritte ist, wir könnten mal darüber reden, ob man eine freiwillige Pflegesparfinanzierung macht, ähnlich wie die dritte Säule. Das wäre ein Vorschlag von meiner Seite. Klingt ja fast ein bisschen sozial auch, oder? Nein, es ist eben freiwillig. Es ist freiwillig wie die dritte Säule mit allenfalls Steuerprivilegierung. Aber der, der freiwillig vorsorgt, der, der eben eigenverantwortlich handelt, der kann dann davon auch profitieren. Also Fakt ist, dass in den 90er Jahren eine Abmachung war zwischen Bund und Kantonen, was man sich hält. Sie können es in der Botschaft vom Bundesrat nachlesen. Und die Kantone haben sich aus der Verantwortung herausgezogen. Das ist das Hauptproblem. Wir sagen jetzt 10% Maximalbelastung. Wir sind heute bei 14-15%. Ich habe täglich Mails von Familien, wo die Krankenkassen ein zentrales Problem sind für das Familienbudget. Und zwar nicht ganz unten. Das ist völlig richtig. Das Problem ist, dass das Gesetz den Auftrag nicht erfüllt, dass der Mittelstand, dass die mittleren Klassen müssen mitentlastet werden. Das war der Kompromiss vom KVG in den 90er Jahren. Aber dann müssen wir die Kosten runterbringen. Beispielsweise, indem wir den Widerstand aufgeben gegen
Massnahmen bei den Medikamentenpreisen. Konsequent Generika sind Hunderte von Millionen jedes Jahr, die wir einsparen könnten. Überhaupt das ist genau ein Punkt, oder? Wird blockiert im Parlament von Vertreterinnen und Vertretern der Lobbys. Dritte Woche Monismus, Thierry Burkhardt hat es erwähnt, Finanzierung gleich von ambulant und stationär, hat man jetzt umgebaut zu einer Vorlage, die die Versicherungen privilegiert gegenüber den Kantonen und den Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist das Problem. Ich sehe, wir kommen natürlich hier keine Einigkeit über jetzt hier in diesen 3 Minuten. Wir sind zwar schon länger, natürlich ein paar Punkte eben, haben wir ja schon gefunden. Einfach noch ganz klein. Ganz bitte für den Cedric Wermuth ist, ich gehöre nicht zu dieser Lobby. Das ist schade eigentlich für ihn. Und wahrscheinlich, ich sehe einfach noch Generika zum Beispiel, Sie haben es vorhin angesprochen, Generika. Dort heisst ja, die Preise von der Generika in der Schweiz sind etwa 6-mal so hoch wie in anderen Ländern. Können wir nicht einfach sagen, aber mit den Generika-Preisen und im Prinzip einen Anreiz schaffen, dass man im Prinzip tiefe Generika-Preise hat, dann wäre das Problem fast. Nein, das ist ein Ansatz, der ja von links bis rechts eigentlich vertreten wird. Das ist jetzt nicht eine grosse Differenz. Problem ist nur, wie kommen wir dort hin? Das ist einmal das eine. Und das andere ist auch, dass tatsächlich heute grosse Widerstände bestehen. Man muss aber auch sehen, die Medikamentenpreise ist ein Anteil in unserem ganzen Gesundheitswesen. Aber natürlich die stationären Behandlungen, das ist der Hauptanteil. Und dort müssen wir vor allem auch ansetzen, um dort im System Verbesserungen hineinzubringen, ohne dass man Qualität abbaut. Das sind wir ehrlich, das will niemand in unserem Land. Wir profitieren ja auch von dem sehr guten Gesundheitssystem, das wir in unserem Land haben. Aber man hat wirklich noch Luft drin, die man rausholen kann. Ich glaube, ein Teil, wo wir uns finden würden, ist zum Beispiel die Frage der Spitalplanung. Das ist wirklich ein Defizit, das wir nicht einmal regional hinkriegen in dem Land. Und das muss in Zukunft anders laufen. Das muss mindestens Nordwestschweizerisch sein. Schauen Sie, ich komme als Nationalrat Einladungen über zu klassischen Konzerten vom Kantonsspital Aarau und vom Kantonsspital Baden, weil gut, beide politisch besser positioniert sind. Natürlich jetzt ein bisschen weit, wenn wir das noch schön aufreihen werden. Welches Spital willst du denn schliessen in dem Fall? Nein, ich glaube, das ist genau der Punkt, um das ganz gar nicht. Es geht um die Frage, braucht man zweimal hochspezialisierte Herzchirurgie? Da müssen wir vorwärts kommen. Der Bundesrat ist übrigens bei den Medikamentenpreisen jetzt eingeschwenkt. Es gibt eine Vorlage und die ist genau richtig, die muss man machen. Man muss sogar das Gegenteil machen bei der Spitalplanung, als das, was Thierry Burkhardt gesagt hat. Man muss endlich Dichte an Hausärztinnen und Hausärzten und an Kinderärztinnen und Kinderärzten verbessern. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht. Gut, wir haben jetzt das Duell, das Blitzduell, das eigentlich gewesen wäre, ist ein bisschen ausgeweitet worden. Weil Sie zwei haben natürlich den Vorteil oder das Können, dass ihr reden ohne Punkt und Komma. Das macht es aber nicht so einfach zu unterbrechen. Aber wir haben das gut gemacht. Wir sind jetzt wirklich in der Zeit halt ein bisschen hinterher. Danke vielmals, Thierry Burkhardt, Cedric Wermuth. Wir kommen jetzt nach diesen hochpolitischen Diskussionen natürlich wieder zu einer politischen Diskussion, aber vielleicht wird sie jetzt ein bisschen persönlicher. Thierry Burkhardt hat so viel geredet vorhin, dass er jetzt unbedingt Wasser trinken muss. Darum kurz ein Unterbruch. Ja, also, wir reden über Gleichstellung im weitesten Sinn und kommen dann schon noch darauf, dass da noch andere Themen dranhängen. Vielleicht zuerst einfach die Tatsache, im Ständerat hat es wenig Frauen heute und es wird noch weniger haben wahrscheinlich nach diesen Wahlen. Es treten, wenn es mir recht ist, 5 von 6 zurück. Und ich weiss, dass Cedric Wermuth mag diese Frage nicht mehr hören, aber ich frage Sie jetzt trotzdem, Sie treten an, um den Sitz von einer Frau, Ihrer Vorgängerin Pascal Bruder, wenn Sie es dann schaffen, zu übernehmen. Sie sind ein Teil von dem Frauenproblem oder Mannenproblem, wie man so immer bezeichnen will. Ich habe keine Mühe mit dieser Diskussion, überhaupt nicht. Ich finde das eine völlig legitime Position. Wenn jemand gesagt hat, ich möchte Yvonne Ferry unterstützen, die eine grossartige Politikerin ist und übrigens die beste Wahl für den Regierungsrat, wenn wir gerade bei diesem Thema sind. Schleichwerbung, genau. Wo sie können treffen. Die SP macht seit Jahren eine 50-50-Politik. Wir haben 60% Nationalrätinnen in unserer Fraktion. 4 von 7 Ständerätinnen sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Wir wechseln ab. Es ist für uns klar, dass jetzt bei den Regierungsratswahlen und im 16. eine Frau muss antreten. Es ist klar, dass nach der Pascal Bruder auch ein Mann antreten kann. Das Entscheidende ist der Inhalt. Die Schweiz ist auf dem letzten Platz in Europa, was die Familienpolitik angeht. Und ich erlebe das als Vater von 2 kleinen Kindern tagtäglich. Es ist schwierig, eine Kita zu finden, es ist schwierig, eine Kita zu zahlen. Wir haben den schwächsten Mutterschutz, wir haben die schlechteste Abgeltung für die Arbeit, die die Frauen machen. Und wir haben den schwächsten Vaterschaftsurlaub. Ein Tag, der Vatikan hat mehr als das, was die Schweiz hat. Und es geht darum, Männer und Frauen zu finden, die diese Politik weitertreiben wollen. Jetzt sind wir schon bei der indirekten Frauenförderung sozusagen. Nein, ja, Balli, Cedric Wermuth sagt das immer.
er setzt sich für Frauenanliegen ein, vielleicht sogar mehr als gewisse Frauen, vielleicht sogar mehr als sie. Reicht das? Oder ist er eben doch ein Teil des Problems? Nein, ich glaube nicht, dass er ein Teil des Problems ist. Also ich glaube sehr wohl, dass der Wermuth sich für Familienpolitik, für Gleichstellungspolitik einsetzt. Ich bin aber ganz klar der Meinung, wenn ich das noch schnell sagen darf, im Stöckli sollten wir auch in Zukunft im Aargau durch einen Mann und durch eine Frau vertreten sein. Wer das dann ist, das ist die Stimme von der... Das war jetzt die nächste Frage, natürlich. Selbstverständlich spielt da wirklich eine Rolle. Nein, das die Wähler bestimmen, aber hoffentlich einfach Mann und Frau. Aber es ist ganz klar, Gleichstellung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nach wie vor extrem schwierig. Und da appelliere ich auch an unsere Väter, dass sie auch viel mehr fordern, dass sie eben auch Familienzeit haben können. Und ich bin einfach der Meinung, dann würden sich noch sehr viele Probleme lösen, wenn man die Vereinbarkeit besser hat. Weil die Frauen würden im Berufssystem bleiben, die Männer auch. Auch bei Scheidung hätten wir weniger Probleme mit Sozialhilfebezügern, die einfach kreiert werden. Und, und. Also, ich sage nicht, das muss gratis sein. Überhaupt nicht. Also, ich habe nie den Anspruch gestellt, den ich gearbeitet habe und ich habe gut verdient, dass jetzt irgendjemand mir das subventionieren muss. Aber es darf nicht so teuer sein, dass der ganze Lohn, der reinkommt, gerade wieder gefressen wird durch einfach Kita-Kosten. Also wir müssen dort eine vernünftige Lösung finden. Aber gut Verdienende, die brauchen keine finanzielle Subvention, aber sie brauchen eine Möglichkeit, dass ihre Kinder gut betreut sind. Sie bringen selbstverständlich meine ganze Planung durcheinander, indem Sie jetzt all die Themen schon besprechen, die zu der Familienpolitik gehören, obwohl ich doch am Anfang zuerst noch ein bisschen auf Ihnen persönlich umhacken Zeit aufholen. Marianne Binder, ich frage Sie jetzt trotzdem. Eben, also, kandidieren jetzt wieder zu viele Männer, braucht es dann, wir müssen vielleicht eine Quote einführen in der Politik. Wer noch darf kandidieren und wer nicht? Nein, ich bin konsequent gegen eine Frauenquote. Und der Sedig Wermuth ist das beste Beispiel, hat das beste Argument geliefert gegen Frauenquoten. Also sind der Mann und der Frau angetreten und man hat offenbar die Person gewählt, die man lieber will. Also das ist, wenn er eine Frauenquote hatte, wäre er jetzt nicht da oben. Aber und Sie müssen jetzt auch noch sagen, dass Sie selbstverständlich dafür sind, dass eine Frau unbedingt den Ständer offen verbraucht. Ich wollte es so sagen. Ich bin letztens gefragt worden, ja, aber Sie wollen, als ich gesagt habe, ich sage, gegen eine Frauenquote und wo wieder irgendjemand runtergebettet hat, was er alles für Frauen macht, hat jemand aus dem Publikum gesagt, ja, sie wollen ja auch als Frau gewählt werden. Und da musste ich wirklich sagen, als was denn sonst? Also, ich meine, habe ich irgendwo mal einmal den Zug verpasst, oder? Im Anfang von meinem Leben. Aber man soll mich wählen als, aber nicht will, oder? Man soll mich also hätte ich sehr freudig gewählt, wäre eine Frau dort. Aber letztlich habe ich immer das Problem mit dem Wort Frauenbonus. Ich kämpfe seit ganz jungen Jahren dafür, beispielsweise, dass mehr Frauen sich würden in der Politik beteiligen würden. Vor etwa 4-5 Jahren habe ich eine Studie gelesen. Etwa 67% von allen Frauen wählen und stimmen wie noch vor 80 Jahren, nämlich gar nicht. Total, an dem sind nicht Männer schuld. Wir müssen uns nicht ins Bundeshaus tragen lassen. Wir brauchen keine Quoten, wir sind sie selber. Und wenn man jetzt bei den letzten Bundesratswahlen gesehen hat, wo man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt unbedingt den Frauenbundesrat haben, dann ist auch ein grosses Problem, dass natürlich in dem Parlament weniger Frauen sind und durch das auch die Auswahl an Frauen kleiner ist. Das ist eine tiptop Überleitung zum Thierry Burkhard, weil ich muss zwar in dieser Runde den Frauen viel Redezeit geben, aber nicht viel mehr als der Mann. Kann man die nicht abstellen? Das stimmt. Ich könnte jetzt schnell. Der Thierry Burkhard wird auch noch etwas sagen. Und, ich frage ihn jetzt gleich zuerst geschwind. Marianne Binder hat es gesagt, wenn es im Parlament mehr Frauen hat, dann würden vielleicht auch mehr Frauen im Bundesrat sitzen. Thierry Burkhard hat nie überlegt, eine Frau den Vortritt zu lassen, freiwillig, weil man sagt über der FDP, wir haben wahnsinnig viele gute Frauen. Ja, das stimmt. Also ich kann Karin Kellner den Vortritt überlassen. Nein, das ist Spass natürlich. Das ist wirklich Spass. Nein, aber das zeigt, Karin Kellner-Sutter ist das beste Beispiel. Die ist gewählt worden als Bundesrätin, unabhängige Frau der Mann. Sie ist einfach sackstark, man kann nichts anderes sagen. Und das war unbestritten im Parlament. Und die Frage hat sich dann entsprechend gar nicht gestellt. Aber über was wir wirklich diskutieren müssen, ist doch die Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Das ist doch das Entscheidende. Wir können es uns nicht leisten, als Volkswirtschaft, dass wir gut qualifizierte Frauen haben, die nicht in den Arbeitsprozess hineingehen. Und wenn man auch Statistiken anschaut, ist es nämlich gar nicht grundsätzlich die Frage von Frau oder Mann. Die Frage ist von
Kind haben oder nicht Kind haben. Und in der Realität trifft das sobald, halt sobald ein Kind rum ist, genau. Sind 70% der Fälle Männer wieder Vollverdiener und Frauen arbeiten gar nicht mehr oder nur eine Teilzeit. Und der Haushalt wird in 70% der Frauen geführt. In der, genau, das unterstreicht es nämlich. In der Realität trifft das vor allem Frauen. Und jetzt, wie bringen wir die Vereinbarkeit von Familien und Berufen? Drei Massnahmen in aller Kürze. Erstens bin ich der Auffassung, man sollte Homework sollte man können stärken. Da haben wir noch viel Potenzial. Nicht für jeden Beruf geeignet und nicht für unbedingt für 100% geeignet, aber wir haben viel Potenzial. Da habe ich eine parlamentarische Initiative eingereicht, die ist auf gutem Weg, wird allerdings bekämpft von der linken Seite. Aus komischen Gründen. Wahrscheinlich, weil wenn man daheim arbeitet, ist man nicht in der Gewerkschaft. Das mag es vielleicht sein. Aber eigentlich ist es unbestritten, dass man in diese Richtung gehen soll. Zweitens, ich bin der Auffassung, statt Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub sollte man einen Elternurlaub machen. Und Mutter und Vater können das flexibel auswählen. 54 Wochen im Jahr ist die Kinderdrittbetreuung, sollte man den Abzug höher machen. Heute ist bei 10'100 Franken. Ich bin der Auffassung, sollte auf 25'000 Franken abkommen. Ich bin kurz auf die linke Seite, weil eine Frage ist schon immer die Finanzierung. Also ältere Zeit, weiss ich nicht, ob die Quermutter dagegen wäre, wenn es 54 Wochen wäre, oder wie viel? Also grundsätzlich muss es sicher in ein Modell von einer älteren Zeit gehen, da bin ich einverstanden. Es gibt einfach zwei rote Linien. Rote Linie ist eins, 14 Wochen Mutterschaftsurlaub ist eine internationale Konvention, Mutterschaftsschutz, Entschuldigung, an der ist nicht zu rütteln. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, es muss 50-50 sein. Und Punkt 3, die Leute müssen sich es auch leisten. Das heisst, eine Volkswirtschaft und der Staat muss sich beteiligen. Und das ganz Wichtige ist, wir reden dann immer über Kosten. Fakt ist aber, die Kosten gibt es heute auch. Sie werden einfach von der Familie und dem Haushalt allein getragen, weil es privat finanziert ist. Und da müssen wir eine Denkänderung machen und sagen, nein, das ist eine Investition in die Zukunft von diesem Land, die Herstellung von einer realen Wahlfreiheit. Und dann sind eben Steuerabzüge nicht das richtige Modell. Weil die es wirklich brauchen, die kommen nie in die Dimensionen hinein beim steuerbaren Einkommen, wo sie 25'000 Franken abziehen können. Sondern wir brauchen zahlbare Plätze, verfügbare Plätze und nicht lange Wartelisten. Also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit familienergänzenden Betreuungsstrukturen ist eine Notwendigkeit für unsere bestens ausgebildeten jungen Menschen. Aber wenn man an Vereinbarkeit denkt, darf man gar nie vergessen, dass eben da auch die Familienarbeit und die Hauswirtschaft dazugehört. 70% von allen teilen sich heute diese Arbeit, auch Männer. Und diese Arbeit, die gilt so ein bisschen gemeinhin als Herdarbeit und ein bisschen, ist nichts Spannendes. Aber diese Arbeit, die Zeit, die muss unbedingt auch aufgewertet werden, indem man zum Beispiel auch die Wirtschaft als Wiedereinstiegskriterium kann erkennen, Wiedereinstiegskriterium für eine Ausbildung und dass man genau dieser Arbeit das Gewicht gibt, das es nämlich gesellschaftlich hat. Es sind 6,5 Milliarden Arbeitsstunden. Das würde aber bedeuten, dass man zum Beispiel einen Lohn zahlt, weil sonst kommt sie das Gewicht nicht über. Nein, nicht unbedingt. Die 6,5 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr müssen zum Beispiel angerechnet werden an eine Ausbildung. Es müssen eventuell Steuerabzüge gemacht werden und es muss auch ein Wiedereinstiegskriterium sein. Man darf sie einfach nicht unter den Tisch wischen. Und wir sind eigentlich schon am Ende von dieser Veranstaltung und darum drücke ich noch ein bisschen auf die Tube. Maja Balli, Sie haben es am Anfang gesagt, BDP, ja, natürlich muss man dann nicht alles der Staat zahlen. Das ist genau das, was Herr Quermut sagt. Ja, aber wenn man es sich nicht leisten kann, bringen all die Massnahmen nichts. Ja, gut. Gleichstellung ist nicht gratis zu haben. Nein, Gleichstellung ist ganz sicher nicht gratis zu haben. Über die Länge von einem Elternurlaub oder von einem Vaterschaftsurlaub, über das muss man sich streiten. Und da bin ich ganz klar der Meinung, also, da sind wir einfach irgendwo mit den Finanzen begrenzt. Ob das jetzt gesamthaft bei 14 oder bei 18 Wochen ist, das müssen wir dann noch regeln miteinander. Aber das kann einfach nicht ewig sein. Aber das Verfügungstellen von Infrastruktur, da müssen wir einfach Möglichkeiten schaffen. Und da müssen wir weiterhin, wir machen es ja schon. Und dann müssen wir, das muss einfach beibehalten werden, weil Tagesstrukturen müssen zur Verfügung gestellt werden und es muss auch mehr Tagesschulen geben. Und für das müssen wir bereit sein, Geld in die Finger zu nehmen. Ich nehme das als Schlusswort von dieser kurzen Runde, aber trotzdem intensiver und gebe zum letzten Teil quasi von dem Podium, zum letzten Duell, Urs Hofstetter. Wir machen ein abgekürztes Verfahren. Eben, jetzt haben wir die Zeit schon fast wieder ein bisschen eingeholt. Jetzt wollte ich natürlich die Zeit nicht wieder unnötig verlängern. Neben mir ist der Roland Frauchiger von der EVP, Marianne Binder von der CVP, von den beiden Parteien, die eigentlich das Christliche schon im Parteinamen haben. Roland Frauchiger, wie wichtig ist die Religion in der Politik?
Sie ist sehr wichtig und sie ist sehr unwichtig. Es gibt Länder, wo die Religion dominant ist in der Politik, wo ich nicht wohnen möchte. Aber ich denke, wenn wir unser Land anschauen, das stark geprägt ist von vom christlichen Glauben, von Menschen, die aus dieser Prägung heraus unser Land mitgestaltet haben, bin ich wiederum überzeugt, dass es wichtig ist, dass solche Werte aus einem guten Glauben einfließen in ein Land hier und dass das im engeren Sinn des Wortes wertvoll ist. Ist das etwa in Ihrem Sinn, Marianne Binder? Also ich bin jetzt ja auch davon, als Vertreterin von einer C-Partei und wir verwechseln CVP immer mit der Kommunikationsabteilung vom Vatikan. Und da muss ich einfach klar festhalten, wir sind eine politische Partei. Wir haben die Christdemokraten in Europa eine wesentliche Rolle gespielt. Also die Religion darf in meinen Augen in der Politik keine Rolle spielen. Wir Warum haben Sie denn noch das C im Namen von der Partei? Das heisst, das C ist sicher eine Identität für uns, ist ein Leitfaden. Das C verstehen wir auch als, mit diesen urchristlichen Werten. Das sind die Freiheit, die gleichen Rechte, das ist Demokratie, das Freiheit, gleiche Rechte, Solidarität. Das sind wichtige Werte, die uns auch in unserer westlichen Zivilisation einen gewissen Leitfaden geben. Ich rede jetzt nicht von der Institution Kirche, aber nein, ich rede von unserer Kultur, die sicher prägt ist vom Christentum. Die Kultur ist prägt vom Christentum, aber im staatlichen Handeln soll uns der Staat leiten. Und das, da geht es wirklich um den Rechtsstaat und das, was er kann einfordern von uns. Und da soll die Religion kein Problem, wenn ein Buddhist oder ein Moslem CVP Ständerat wird werden? Ja, da haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben dann einfach sich keine beworben. Ist da bei ich glaube, was wichtig bei dieser Thematik ist, dass eine Religion nicht auf einem institutionellen Weg eingebracht wird in die Politik, sondern dass Menschen, die geprägt sind von ihrem Glauben, das können einbringen in die Politik. Das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Also, sie sind doch ja gleich auf eine Art einig. Sie sagen auch, das Christentum, die westliche Welt, ein bisschen, so die Ansicht, wie man sie eigentlich bei uns auf der westlichen Seite der Weltkugel hat, eigentlich ist etwas Gleiches. Aber da gibt es natürlich schon einen grossen Unterschied, gerade zwischen ihnen beiden. Ich sage jetzt einmal, der reformierte Kirchenrat Aargau hat jetzt gerade diese Woche gesagt, wir wollen die Homo-Ehe auf allen Ebenen. Und dort gehen auch ihre Ansichten ziemlich auseinander, nehme ich an. Ich habe nicht zu vertreten, was Organe der reformierten Landeskirche für Meinungen haben. Sie müssen nicht deckungsreich sein mit meiner, aber ich nehme sie zur Kenntnis. Okay. Und im Winter? Also ich bin nicht in der reformierten Landeskirche und ich würde auch keine Weisungen von unserer Kirche entgegennehmen in der Politik. Aber grundsätzlich würde ich das Anliegen unterstützen. Ich habe es auch so ausgefüllt. Ich möchte vielleicht noch eine kleine Bemerkung machen. In unserer westlichen Gesellschaft herrscht eine rechte Verkrampfung gegenüber Religiosität und Religion. Wir sind, ja, die meisten gehen wahrscheinlich auch nicht mehr regelmässig in die Kirche. Aber ich möchte einfach noch mal betonen, dass man, wenn man zum Beispiel im buddhistischen Raum ist, hat niemand ein Problem, dass die Gebiete vom Buddhismus geprägt werden. Wenn man im arabischen Raum ist, auch nicht. Und wir, die jetzt wirklich müssen, nur eine Aussage machen, dass unser Raum auch geprägt ist vom Christentum, haben da immer wahnsinnige Hemmungen so zu etwas im Stoff. Ich finde das eigentlich das fast ist, schade. Stehen Sie dazu mit dem C im Namen? Das ist ein generelles so. Und C mit dem E? Stehen wir sicher auch dazu, ja. Wir sind eine evangelische Partei. Wir sind Leute, die zusammenstehen auf dieser Basis, die Politik machen. Und ich bin überzeugt, uns braucht es. Wir vertreten viele Werte, vertreten, die wichtig sind für unsere Gesellschaft. Und in dieser Zeit, wo Finanzen und die Individualität immer eine höhere Bedeutung hat, ist es wichtig, dass wir anders auch noch im Auge haben. Zum Beispiel die Familie als Zaue, als Kernzaue von unserer Gesellschaft. Schönes Schlusswort. Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Ich habe eigentlich gehofft, es kommt so etwas. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich in diese Richtung geht. Aber mit dem können wir uns, glaube ich, wirklich leben. Danke vielmals, Roland Frauchiger. Danke vielmals, Marianne Binder. Und jetzt... Wir sind am Ende von dem Wahlpodium, Ständeratswahlpodium von der Aargauer Zeitung, vom Radio SRF und von Radio Argovia. Es war super, wir hatten Freude, sind da gewesen, haben bis zum Schluss durchgehabt. Ich glaube, es war nicht langweilig. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben gehalten, was sie versprochen haben. Eine lebhafte Diskussion haben wir gehabt.
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Hans-Jörg Knecht von der SVP, beim Roland Frauchiger von der EVP, Thierry Burkhardt von der FDP, Cedric Wermuth, SP, Marianne Binder, CVP, Maya Balli, BDP, Ruth Mühling von den Grünen und Beat Flach von der GLP. Danke vielmals, dass ihr da seid. Und sehr liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in 31 Tagen ist es soweit. Dann sind wir an der Urne, dann wählen wir einen Nationalrat, einen Ständerat. Ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beitragen, dass Sie ungefähr jetzt wissen, welche zwei Persönlichkeiten Sie wollen im Ständerat, im Stöckli für den Aargau. Und sonst habt ihr jetzt noch einen Monat Zeit, um euch da überlegen. Oder vielleicht jetzt noch beim Apero, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Kandidaten und Kandidatin noch geschwind darüber zu reden, vielleicht noch einen Feinschliff zu holen. Der Apero, der übrigens gesponsert ist von der SRG Trägerschaft. Danke vielmals an die. Und ich bedanke mich und verabschiede mich im Namen von Rolf Cavalli und von Maurice Velati bei Ihnen einen guten, zum Wohl und allen anderen. Kommen Sie gut heim. Danke vielmals.